Jetzt wollte ich ihn haben. So machen wir jetzt einen Veteranenbeutel. Ja, so viele Leute sind da auf dem Zettel. Imagine Susan kommt noch mit uns. Obwohl Susan ist nicht mehr in Berlin, ne? Magic, why are you playing Carpo? Thank you.
Kommentieren. Ich muss auch den Stream tweeten, damit Leute zuschauen. Kannst ja bei den Beispielen. Ja. Hoffentlich bald wieder weg. Wenn es jetzt hier losgeht. Ja, ich mache heute aber nicht mit, weil ich kann im Moment nicht mit den kalten Händen. Ja. Zu kalt für weh oder so? Ja, zu kalt. Halt auch, das habe ich auch immer im Sommer, das so kacke. Ja. Ja, das ist doof. Okay, läuft schon alles? Ja, ne? Ne, das fängt jetzt an. Ja, aber ich meine, Stream läuft schon. Nice. Okay. Hello everyone. Write something in chat if you can hear me. This is Nikki. Just say hello Yedo or hello Nikki or something. Just want to make sure everything's working. So we've got Straw Stream playing Thoughts against both Target. Playing a Marth. Hello Mullen Code. Hello Banana Marmelade. Hello der Kieran. What is up everyone? We're just about to get started with our first set of the bracket. Hope these two can finally decide on a stage and then we can start.
Richtig. Ist das eine Mischung aus Whoopers? Das ist die Beta-Version von Whooper. Ah, geil. It's a Beta-Whooper. Sehr gut. Den Bracket mal sehen. And we're finally starting. Maxi möchte das. Alright, we have Fox versus Marth. A melee classic matchup. Honestly, some people might say one character wins. Some people might argue that that's not the case. No matter what, we're looking forward to seeing some good approaches from Fox, some good defensive game from Marth. We've already seen a couple of good dash dance grabs around Fox's Nair. Smart by both target not to side B immediately after the forward throw, because Strawstream was looking for the shine on it, but then just ended up dropping too low and that was the stock. If Marth gets a grab now, it could lead to a pivot forward smash and then an edge guard. But these hits, they're good, but they don't really get you closer to a kill, yeah, because Fox at 100 just gets more and more annoying. Yeah, because this is hard. Like, good sweet spot double jump. That's something that both target has to look at and try to call out next time, maybe. You know, maybe do like a runoff fair or like a super delayed down tilt. But Strawstream is just converting cleanly off of hits. Catches the double jump here. Tries to go for another up air. Doesn't quite get it. But yeah, this looks really rough. Let's see if we get any side piece from both target. Not necessary. Get to the next stock. That's mega nice, huh? Oh, this could be the comeback he needs, but counters a little bit too late. Good down tilts, catch Fox in the corner. If you have a read on Fox dashing back like that, it could be worth it to just dash attack or forward smash sometimes. Because as we saw there, oh, there's the runner forward air. Very good, very good. Not sure if you heard me, honestly. Might have to be a bit more quiet, but I love the fact that that happened. Alright, good lead for Fox. Reverse forward air. What the hell? Okay. And now, solid lead. And there's the forward smash, as I called it out. Now I'm really afraid that they can hear me, because he did exactly what I said twice in a row. I might have to be a little bit more quiet. Danya, regrip. Yeah, misses the fast fall on the up air. Very good conversion, a good idea for it, but not getting that fast fall really wastes so much time. Oh, sick neutral B. And that's the stock. It's okay. Buff target, bringing it back. Oh! Did he lose his double jump? I didn't see. Okay, that's wild. Ja, wenn du Niki besiegst, darfst du nur so, ja klar. Ja, also, du bist, ja. Du bist, also wenn, dann Winners Finals und du bist es Niki besiegen. Okay, gegen Jan oder Gorf? Sheesh. Also viel Spaß. Ein zweites Game, Jan oder Gorf, das ist insane. Alright, why are we dropping? We dropping an NFT? Or what are we doing? Stadium, maybe? Das hard, ja. Aber das Stadium, ist okay. Not quite confident in FD, because it can be hard. If you're not super clean on everything. Good grab. Sick down air. Buff target has missed a few fast falls on different up air timings. Probably really good at doing like short hop up air fast fall, but like, you know, sometimes you have to instantly up air and then wait a bit and then fast fall, which is a different timing. And especially when moving between platforms, those can make a huge difference. Und dann habe ich so Slugs getroffen und habe ihn so richtig gefickt. Yeah. Das Ding war so, oh Mann, ja, ich hole ihn jetzt. Dann hat er mich so geballert danach. Und ich habe so, fuck. Und dann haben wir zweimal danach nochmal getroffen. Oh, that was almost the game. Nice, good lead. Ten stock, almost. Alright, one stock lead. Yeah, we can see that Strawstream is getting a lot of like short-up aerial openings.
As a Marth, that's a sign for me to either dash away earlier or attack myself earlier if the fox is hitting me with Jotaro aerials. Oh, nice. Gets the ledge angle. But both targets doing just fine. Like, there again, short of aerial is good, but Marth definitely has good counterplay to it. And the short of aerial, because both target was crouching. Nice, there dashes back preemptively. And that grab, you know, that could have been death. Maybe go for like a forward throw for a tech chase to get some more percent to make the platform tech chase easier later on. Not easy to do, but definitely worth it if you have practiced it. Yeah, both targets doing a good job exactly of catching that movement in the corner. This side behind that we just saw from Strawstream is really good. Marth has to kind of react to that and either short up forward air instead of still doing the jab or down tilt, or Marth just has to react to it and crouch it and then let Fox go through them. Sometimes you can tip a forward smash them, sometimes you can just run up and grab them out of the crouch. Cool. It's 1-1. Tight battle. And this is best of five, I'm pretty sure. Pretty sure we're doing all best of five. And we find ourselves on Dreamland. You know who these people are? Nice, another drill wave shine. Yeah, that's definitely Strawstream's strength. It's like clean conversions of especially short up drill. And like off of every shine, you know, he's getting the damage that he needs. Oh, reads the high angle, go straight, yeah. Probably would have tried that myself. It was just a bit low, or either tried to fast forward or something. Oh, this is risky. That's risky, going to the ledge like that. That's risky, and that's it. Right, what I'm expecting is for Strawstream to play a little bit more slowly. Because once you die in the corner like that, you just don't want to go there ever again. So let's see if we see more platform movement, if we see more dashes away. But the thing is that whenever he tries to dash away, both target is on his back and like hitting him with down tilt, sometimes even forward smashes. So a mixture of running away and then instantly running forward could work well. And that's a huge stock. Both target might have been able to react to Fox jumping out and just up B early, which sometimes still gets you killed. Oh, okay, Strawstream's had enough. Another one? Oh, that's big. Catch the ledge. Nice low side beam. Oh, that was sick. The forward tilt was amazing. It was a great call. Could have jabbed as well, but I think forward tilt made it easier. Okay, this is a big game. Oh, it doesn't forward throw this time, but still a good choice. Yeah, Strawstream's just pressing forward, and both target isn't really ready for it. Yeah, there again, just runs forward, nears. Oh, barely. That up tilt could have been death. Good tech chase. Tries to go for a regrab, but that doesn't quite hit. Gets to the platform. That's huge. Up throw. Oh no, both targets brain short-circuited. Too much on his mind, barely loses the game. Da musst du gegen Konzi spielen. Alright, where are we dropping this time? We're going to FD this time? Halt auch insane, beide Ultimate-Spieler wurden gegen den Exceeded. Ja. Alright, we're dropping non-FD. I could have tried to forward smash the Fox out of the double jump. So let's see how these combos work out. Currently not amazingly, but it seems to be good enough. Gonna go straight, goes a little bit high. Can you make it back? Not quite. Dann musst du gegen Nicky spielen.
Der ist okay. Kannst du besiegen. Also, müssen wir jetzt? Okay. Alright, I have to play my set. Good luck to both of these competitors, and I'll see either of them in Grands, hopefully. Bye, Nicky. There is a small mistake in the reporting. It was real. Hey, we have so, it. We have it. Mali reported it. did anyone mention yet that those two used to be roommates? Anything, but just for the when they used to play all the time. Did they actually used to be roommates? Yep. Here? Yep. For like a couple of months. But in Schlattenburg? No, in oh my god, in Friedrichshain. No, in I think it was still Prenzlberg. Back then. No. No. With regards to the border, it's a border region between Prenzlberg and Friedrichshain. Yes, it's funny when it starts getting messages and my colleagues or someone is like, oh "What god. The fuck is that?" Oh. Sheesh, oh! Man! Game 5! Yeah, hey, banana, hey, Noxa. Keep it! Looks modest. Yo, what's up, chat? Oh, that's G-Pipes, I miss you. Where is he? Still in Canada? Where? In Canada? What is that? This is a country which Canadians are from, you know? No? Oh, you got a Canada shirt. G-Pipes, I thought you were going to be here, so I wore my Canada shirt. Dang. It's not going to be an up air, yeah. Why wouldn't he... I guess another drill shine up smash wouldn't have sufficed. Oh well. Oh wow! That was actually like a shine out of shield input by Buff Target. Oh. How does he get in shield there? I don't get it. Or is it easier with Martha? No. I hate that shit. Alright, that's gonna be not too much of a substantial lead here for Strawstream, but he could do some extra damage if he so chooses to, and if Buff Target and he has chose to say something what? About it. No, oh my god. Oh, and he goes all the way out there for the grab, knowing that Buff Target was opting for the way outside part of the stage. Marth is the human-like character with his Fox is the dog-like character. Oh no. Oh, it no. looks like Marius is running away with his last stock here in winner's bracket, potentially for Buff Target in his first set it's of the insane. Year, I think. That's not how either of those players want to start into 2023, oh. I think, but it looks like, oh my god, I'm Buff Target. Another shot at life here. Pretty interesting edge guard here. Doesn't look like it works out too well for him, but his opponent is still it's off. It's funny stage. That Banana Let's said go. GG before the set ended. No. Yeah. Oh, natürlich, man. That's gonna be a back air, yeah. Oh my god, Mario's trying to go for the crouch cancel, but we see him. Throw him off the stage. Okay. Oh my god, and that's gonna be it. No, no, it's still not it. Buff Target. Oh, yes, yes, it. Good night. Was machen wir auf Stream? Alles gehen wir. Wir sehen uns wahrscheinlich. Ja, aber ich muss noch eine Runde spielen. Ja.
hast du ja Hobbs. Das hab's nicht, man weiß nicht. Sollten wir Gorge spielen, glaube ich, auch schon. Ja, deswegen braucht man aber nicht so viele Setups. Ja, das geht eh lange. Ja. Ich denke, ich werde einfach gegen Mav oder Hobbs gleich spielen. Und dann runne ich direkt im Roundtrip gegen Geldmann weiter auf dem Stream. Ja, dann bleibe ich auf dem Stream sitzen und dann halten wir da. Ja, der wir können auf. Ja. Oder wenn Jan halt fertig ist, können wir auch Jan Dennis spielen. Wenn Jan halt auch gleich fertig ist, dann können wir auch Jan Dennis machen. Das hat auch einen Sinn. Ja. Das ist ein Classic. Ja, das ist wirklich ein Classic. Aber Geldmann hat natürlich Priorität auf Stream. Ja. Ja, er muss ja eh zwei Sets warten. Das war mir da ein halb Set. Ich würde auch gut bis hierhin, fällt mir gerade ein, ne? Weil es vielleicht auch nicht so gewesen. Finde ich geil. Nicht super gut, aber weil du halt länger nicht da warst. Aber nee, ich finde es super gerne. Ja, ich mache das so, dass ich auf dem Stream bin und dann Geldmann gegen mich. Also hier unten, das und das. Ich glaube, das macht er nicht. Und möglichst wenig Delay. Ich versuche es dir mal zu dem ersten Mal. So ein closes Match und dann gegen Vicky.
I got a nasty clip. Let's fucking go. What about the score? 3-1 for me. This is a cracked Fox, right? He's good, yeah. Jay. Man. Okay. And then... Neither of them. Third. Dude, I can make the run, man. It's coming on Twitter later. Loser of Magic Le Foot and that. Yeah. Probably go one. Dude, I'm making the run. I told Nick, I'm getting sure. Because I can beat Vicky or Conti. By the way, I watched Genesis Live. Let's fucking go to dude, the oh my fucking. Ziggo would be my second favorite player. And then Moki. Dude, that top eight was fucking. The entire top 8 was so sick. Oh, it's a... Oh, no. Yeah, it's a classic. A classical. Why is he beating Magic? Why is he winning this game against Magic? He's and it's stadium, but I mean, Magic must have lost the game. Maybe it's a... Magic wins the game. Maybe it's a neutral spot. No. I don't know why they're... Yeah, yeah. Ja. Bin ich gegen? Ja. Das wäre natürlich der Moment gewesen, wenn ich gekommen und dann sage ich dann. Gibt es noch, also bin ich jetzt auf dem Loser oder ist jetzt? Ja, du bist ein Loser. Wohin auf Bob Target Pop. Wen? Hier, wohin auf Bob Target Pop. Und die sind nicht ganz schlecht. Thank you.
Und wie war das halt? War gut. We're here with the Berlin Melee Classic. It is third against Young Ulrich. A matchup we all love to see. I think it's always really interesting between these two. Most of the time, Young Ulrich made a rebuff 3-0. Yeah, usually third goes up 2-0 and then Young Ulrich comes back, and it's looking like it again. So let's see how it goes. Alright, are we getting any drills? Any drill up smashes in the house? Because third is getting Young Ulrich to land a lot. Honestly, puff forward throw might kill soon. Up air will also kill. Ash attack will also kill like that. Yeah, that was... Hear them both laughing. That was pretty funny. Alright, this looks tough. That's the dash attack. That's okay. Are we gonna see any up tilts? That's something third doesn't really do as much in the matchup. But I think in spots like this, it's so worth going for. Because it could be a kill. Especially after like one hit now. One aerial. Yeah, that's good. That's huge. I saw the rest. Yeah, he could have gone for it. Because the thing is, even if you miss in this matchup, unless Peach pulls something incredible, she's not going to kill you for mistress. Oh, that's big. That's big damage. Doesn't look like much, but it makes a huge difference. Honestly, if Young Ulrich can get the stock right now, it's very doable. And it's looking good. Yeah, I think third might should have maybe played more for the rest when he was at low percent. And the shield, yeah, that is a bit too much. If he had shield either way, he might have been able to make it out. But I think he was holding in, so all the hits of down smash connected on shield. Oh, no jump. That's big. And no float, I think. Okay, no, he has his float. Air dodges. Good dash attack. Catches the vegetables. Doesn't catch him again. Catches another vegetable. Here comes the forward throws. Up air this high up might even kill if he decides to go up there. Up airs. Nope, doesn't quite risk it. Oh, big damage. Okay, Stitch now and like this is perfectly even. Should probably try to farm for it if he has the time. Okay, this has become super even. One bad DI on Nair. Or like Young Ulrich sneaking in up air, and this could be the game. But if he gets up air right here, that could also be it. Oh, good drift. Oh, that's bad DI, but he's living. You're really not seeing many drills from third. Especially on this. Oh, he sneaks under him and pops and off. Sneaks under him, yeah. I feel like on this stage with the low top blast zone, going for those drills at like 100 should be pretty valuable, but third doesn't really find the spots for it. Let's see if in the next game we'll find more like those. Oh, there he goes for the up tilts. Good try. Getting smacked around a bit. 1-1. Got a Kassas comeback from Dennis in game 2. Okay, he's floating up there. He's floating. Left in shambles right now. Oh, could have rested over that. Yeah. I love weak fair rest. Oh, I would have tried to rest that and I would have missed, but it would have been funny. I got a report for... Young Ulrich is kind of doing the drift strat of like just float high, especially on top platform. And Puff doesn't really want to risk getting down air because down air could combo into near up air and kill you. Let's see if third can take this very far. Oh, that's some wacky break here. Yeah, möchtest du lieber, wenn er Sandys gegen Mickey spielen? Ja! Alright, we're floating. I've been doing float. This is oh, dash attacks there, we dash attack. Yeah, so here's the deadest turn, because so, man, das wäre auch voll cool, wenn jemand nicht gegen das spielen würde, so, for once. Ich würde auch gerne mal nicht gegen den Turbo, wenn man nicht gegen den Turbo spielen. Ja, ja. Oh, that's not it. Timeout, oder?
Das ist noch 6 Minuten. Nicht so lang. Nein. Das ist jetzt der erste Stop. 6 Minuten. Das kann mal passieren. I think third should try to be greedy here and there. Wenn die jetzt damit noch auf 5 Minuten runtergehen, dann können wir drüber reden. Just hard call out the air dodges. Im nächsten großen Hit auf Peach ist der vorbei. Oder auf der Gipfel. Nee, da, oh. Dot Eyes or what is that? Oh, it's Winky Face. Up there. Oh, reverse fair. That's it. Okay, this could be big. Like, if he gets the rest now, this is gigantic. The game's over. Like, not actually, but... Oh, that's risky. I wouldn't go there. Nope. Yeah. You can't land like that. That's way too much. Oh, 19%. Wer viel konnte er nicht gewollt haben. Das war perfekte, so, gamble percentage. Okay. Nice. Keep it going. Rest that? Oh. Yeah, I really think you should try just, like, hard covering one of these air dodges. Because I think, like, you can try to go for a rest there, or at least another back air. Like, right here, he's gonna air dodge? Yeah, again. Hast du jetzt schon irgendwie verloren gemacht? Ich muss auf Niki warten. Achso. Oh, that could have been big. Ich bin schon gewundert, warum ich dich da nicht gesehen habe, aber... Guck, kein Doppel, kein Time. Ja, jetzt bin ich ein bisschen arg. Ich meine, es ist noch on pace. Also, es ist noch on pace für ein Timeout. Ja, auf jeden Fall, aber... Wenn Pierce zwei Stocks, 4 Minuten? Schon, ja, also, wenn die beiden Stocks jetzt 40 Sekunden noch dauern, dann sure, vielleicht, aber... Ja, das kann ja schnell enden hier. Ja. Third is once again not doing any drills. And drill is so good, because it shield pokes Peach so hard. But he just doesn't do the move. He doesn't like the attack, I guess. Like on Dreamland, it's a bit worse because it starts knocking down a percent where you want it to combo into up smash. Oh, he's living. And he's floating. Oh, no. Was? Thank you. Kann ich auch nicht. Böse. Aber der wird nichts machen, oder? Oh Gott. I feel like Dirk's gonna dash. Der Böse wird auf jeden Fall zum Campen führen. Oh nee. Wir haben wertvolle Sekunden verloren durch das. Durch den Böse. Oh yeah. No. You gotta watch out for that. Oh, this is so intense. Are we doing English? Go to top platform, Dennis. Do it. Top platform. Go up Check there. His ass! Go up there. He did it the first time. You should do it again. Yeah. Yes. Yes. Take your time. I think last time they played one game was 7 seconds left or something like that. That's insane. Warum macht er so greedy? Empty land forward throw or something. That was the weakest thing. Oh yeah. Greedy turn up. I think we're back on track for like a regular finish. Close, not quite. He stood there. Yeah, that means a lot. And now he would. They're both going for it now. Yeah, he should go drop platform and just like float there again for a minute or two. Oh, nice. What? Come on, go for like up air, up tilt or something, or go for a full drift through back air so you can back air rest them. Oh, that was a good attempt. Immer diese Fairs, die immer gedaunten. Yeah. That's why I think down air could be good. Even at these percent. You can't true combo into something. Half down air? Yeah. Oh, that's huge. Yeah, he's doing the thing I was talking about earlier. He's going to top platform and he's doing this. Having the top platform! That's the trip. Yeah, he's fishing too hard. Oh! 30% is good. Big at this. He went for a drill, that was great. It got shielded, but he still got a hit off of it. Nice, if he can get this edge guard. Oh! He gets the edge guard! he taunts twice. Let's go. Alright, 2 minutes left for the last dog. Dude, he teabagged in the face of him. Okay, near rest, do it. That's it's the Ryan's like, spirit. He doesn't really near rest, right? That was it, right? He could have gone for like weak aerial rest there. Because he doesn't have anything to fear either, other than like a stitch. Yeah. Or a bomb or something. Yeah. I wish Peach could pull like a home run bat. Or just like home run the Jigglypuff. There's the up tilt, but he's at like 52%. Oh, that's big. Now he can just run away. He's running away with it. I mean, like in the game, he can just run away. Yeah. But like with the game. He's also like running away with it right now. Yes, true. Alright, up air him. Figuratively and literally. Up air the Peach and don't even chase. Just like let her be up there.
I would up throw a peach right now. Yes. Nice. He's doing it. He's doing it. I think he's realized. Yes. Yes. Queen. Yes. Oh, he's dash dancing. Up there might kill. 50 seconds. Let's go for some nairs. Yeah, he's getting more aggressive now. Let's go for some nairs. Yeah, like weak nair. Hit her off. Oh god. Nair him. Just nair him. Up air? Up air might kill. Nope. Oh, tries to get her to the platform. Okay, wait, 30 seconds. 30 seconds. Oh, did he taunt with the turnip in hand? He took his lunch, like not his lunch money, just his actual lunch. Yes, 20 seconds. Oh my god. Alright, he needs to pull turnips, yeah. But lunch isn't as good as lunch money, exactly. Because you can't reinvest it. You have the same idea, it's turn, pull turnips. Okay, there has to be a more turnips, you need a bomb! Pull a bomb! Oh! Okay, three, that's the game. 2, 1. You had to pull a bomb, yeah. Wow. That's hype. Wait, what's the score? 2-1. Okay. I was gonna say, like, strap in, we have 4 more of these. Yeah, if Dennis won that game, we would have gone back to that stage, so. Yeah. Where are the nice chairs, by the way? I don't know, I think they are downstairs. Vorne ist ein Setup, rein. Willst du schon spielen oder möchtest du noch warten? Wie du willst. Wir können gerne schon, von mir aus. Das ist so eilig. Wir sind wahrscheinlich eh vor dem fertig, deswegen. Können wir das dann noch kommentieren? Okay, ich denke, echt, Marius macht mich so schnell fertig. Ja, ich habe keine Chance. Was? Selbst wenn wir 5 Games spielen, ist das schneller als das. Ja. Okay. Wir haben hier den Klassiker. Wie ist der Score zwischen den beiden eigentlich? Ist das so richtig dolle in Dennis' Favor, oder? Ja, aber ich glaube, Games ist es nicht so krass. Okay. Naja, immer eins mehr für Dennis. So, ja. Oh! Ah. Das hätte was sein können. Aber er baut schon gut Prozent. Oh, das killt sogar. Krass. Auf dem HD-Bildschirm sieht man richtig dolle, wenn der Charakter in der Lupe ist, dass das so ein Low-Poly-Modell ist. Ich liebe das. Es gibt ja auch einen Mod, wo alles low-poly ist. Ja, das will ich. Ich will dieses Spiel. Ich will das ja einfach so die Nintendo-Watermarks so entfernen, einfach so random Charaktere machen, sind alle low-poly und sehen scheiße aus. Ich möchte N64 Donkey Kong. Ja, Mann. Gibt's das? Wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, aber du musst ja nicht... N64 Donkey Kong ist so... Du musst den Charakter nur so auf low-poly machen, oder? Und dann... Ich glaube, Donkey Kong ist noch krasser als dieses Low Poly von dem. Oh! Killt das? Nee. Boah, ist so wild hier. Das geht hin und her. Hier. Das war ein Rest. Donkey Kong ist so insane. Wahnsinn, ey. Er hat so einen dreieckigen Kopf. Oh Mann, ey. Dennis mit einer guten Lead hier aber. Was genau das ist, was wir brauchen für dieses. Bombe. Ah! Das ist 2-1 für Jan, ne? Ja. Oh ja, dann ist das ist genau wie es laufen muss. Obwohl, nee, Dennis führt ja. Doch, Dennis führt. Das wird aber kein Lead. Ja, aber halt. Wir wollen ja das Game 5, wie immer. Wie sich das gehört. Aber meistens ist es halt Reverse. Ja? Also ja. So Jan geht in Führung und dann holt Dennis. Ja. Krass, ey. 2 Games on the Green Lane. Ich könnte damit nicht leben, Alter. Wenn mir das einmal die Woche passieren würde, ich wäre ein Fall für so. Psychiatrie. Wirklich, ey. Geschlossene direkt. Ich kann nicht mehr. By the way, fuck Psychiatrie. Ist Puff Therapeuten-coded? Sakurai hat einfach Puff entwickelt, um damit Ranked scheiße wird. Nein. Puff ist doch gar nicht die Ranked Scourge, oder? Ist das nicht so? Ich hab einmal gespielt auf Marius Account und da war es Marv. So nur Marv.
Aber ich glaube, das ist auch so ein Skill-Level-Ding. Ich glaube, so auf dem Marius-Level sind einfach 1 Milliarde Marks. Und ein bisschen weiter unten sind vielleicht 1 Milliarde Falcos oder sowas. Oh, noch ein Stitch, ey, Wahnsinn. Max hat definitiv gewonnen. Ja, ja. Against Marv? Yo! Huh? Did you play it against Marv? Ja, ja, real. 3-0. 3-0. 3-0. Dann musst du gegen Gewinner von Jung und Rich und Did you have to, wait, are you still a winner? Losers. No, no, no. I lost round one to get one. Ah, yeah, right. Or it's the promotion for today. So you're up against the loser of this then? Hmm? You're up against the loser of this then? Yeah, I'm down. Okay. That's insane. Oh, Jan is winning. No, he timed out the last game. Not really, like, he's gonna have the counterpick on the last game, but I feel like that's... Like, I guess he's winning, though. I feel like that's hardly important. Yeah, the counterpicks, yeah. No, he gets a kill here and then up tilt rest. That's fair. Would you say that rest is on the table? Not yet. But Jan didn't even put one rest, so... I don't think so. Put the rest on the table, Jan. That's it. Rest is not. Holy shit. You did it. I cannot believe it. You did the thing. The DI? Oh, the Porsche! No, that's it. Cursed it. Oh, the commentator's curse? Yeah. Yeah. Game five. Dude, yeah, no, I feel like getting the last one is more important, or the second to last one is more important than getting the counter pick here. We are playing like it's a nerf game. Fair enough. European Switch 23. And I feel like the matchup isn't that like bound to stages because they both sort of work the same way. Like nobody needs unless low ceilings or whatever. Unless you camp, which Jan is probably not going to do. But. I mean, they're always camping a little bit, right? No, but like if you look at 8th block, like it looks unbeatable on Dreamland. Yeah, that's fair, but then they would have already been on Dreamland. So like, real counterpick stages are already chosen and like, would have been chosen and won on. That was the one. Oh! RTC. And that beat sucks. Yeah, beat sucks at policy. Then it's gonna fuck me. Do you think Jan wouldn't have fucked you? The last 3 sets, I'm pretty sure I won 2 of them. Oh, really? Damn. I think. Damn, that magic guy is kind of good. He's the one good person I can beat. You remember my list? One tournament where both Italians were thrown out of tournament, right? Yeah. Yeah, I got Italian. spaghetti bolognese. Yeah, I can beat the Jigglypuff because Fox wins to the metro. I beat the Jigglypuff. I send a card over to space. I'm not very good, but I can beat the Jigglypuff. Dennis is getting rocked, man. Oh! Okay, that was important. Yeah, this is such a lead. It's so hard to make this comeback. Yeah, yeah. If he does, though, holy fuck. I think he could. I think that was the third charged F smash by turn. Oh. On the set. 3? Yeah. Do you think this is also going to be the third match that he wins? 3-3-3. Twice that is 6-6-6. Insane. Jigglypuff is the devil. True. That's solo battles of Netflix tag. Yeah, I know. I played Abbe, I think, in unranked today. Yeah. Fucking hate myself, man. No offense to him, though. He's good. It's fucking gore. Who did he beat? I don't know. Oh, Breath one. Oh, the fruit got me. You can do it, man. No! No! Holy shit. He's resting now. What happened? For 9th place are so insane. Dude, Jan hasn't been the same since New Year's Eve. It's not that insane. Magic is in there. Yeah, for weekly. Oh, wait, I gotta do Sheik details later. I gotta show you my Sheik. Switching to Sheik form out. The Jake. Nah. The Mad Jake. That's a good one. Yeah, I'm still finding a name, but. The J-Cow. The Jarlow. The Plagic. Der Magische. No.
He could have raised it. Yeah. Dude, this is looking so rough. Okay. He needs his tits. Yeah, if he gets like a perfect stock now. He needs his tits and a blue shell. Imagine blue shell. He needs to like break the game's boundaries and like change it to another dimension. The star. But when you, with the Mario Kart star, when you hit someone, they blow away. Okay, he's working his way back. Yeah. He can do this. If he like makes... Play the Summoning Salt music. No. Okay, the Dennis album. That's it. That's wrong. Ooh, he makes insane. It insane. Armando would never. I think that's literally something Armando would have done. Dennis is my... No, because two of them play this match. No, that's fair. Oh! Okay. It's suddenly... It's a game. Where's my blue shell at? Dennis is the blue shell, man. Oh! I would have gone by 10 hits, man. Holy shit. Yan must be, like, shaking right now. Dennis, too, I think. All he needs is, like, two back airs or something. That's all he needs. He worked so hard for this. All 3 minutes, 40 seconds. That's one of them. Okay, maybe two, maybe two more back airs. Every hit counts. This could go either way. Rest is on the table. Nice backer! Rest is on the table. Rest is on the table. Oh, that was really dumb. Oh, I don't like that too. Oh, that's it. No. Oh, that's it? Holy shit. I thought for sure he was living. That was intense. That's an insane matchup. That would have been... That would have been a crazy Holy comeback. Holy shit. I played 2 sets while you guys played. I played a whole lifetime. My whole thing. Will I have after beating Dennis? Shit, goodness. Nice. Marley. Good job. Fucking Christ. Let's go! Haben wir schon Finals gespielt, oder? Winners Quarters. Da, wo stehen wir jetzt? Winners Quarters war das. Ja, nicht der Gegner, der Vicky. Die nächsten, die ersten haben auch schon gespielt. Jetzt warte noch auf den Gewinner von 0, 50 und Geld, Mann. Spielen die gerade? The timeout! Let's go! Jango, Riesel Magic gegen Riesel. Jedes Game macht so ein Junge. Das war hart. Ich darf gegen Niki. Geil. Ja. Das war so der Spann gegen Niki. Ach so, na dann. Gegen den ist. Oh, Geldmann gegen. Gegen Dennis ist es. Bin ich gleich am Stream, Geldmann. Gegen. Let's go. Dann schick ihn mal ein. Endlich mal nicht Maxi. Ich hasse ihn. Oh Junge, dann schick ihn mal ein. Oh shit. Okay. Frage, ob mein Gegner schon ready ist. Bei Neos. Sorry, welcher bist du? Neos, genau. Winner of W, Wolf Target Hops. Als ob die letzte Runde. You played, right? Yeah, yeah. Against Hops? Yeah. Okay. 3-0, alright. Yeah. So you're gonna play him this. Alright. Why are you down there? What's that? Oh, it's Rostrum. I was like, why are you down there? But it's right, yeah, Marius. So. Understandable. Unser Loser kommt dahin.
Okay, also wir haben es nicht eilig. City, ganz in Ordnung. Ja, Panzerlaube! Wo steht das? Jetzt im Spiel. Jetzt habe ich noch einen Hugo eigentlich. Achso. Habe ich in der Datenbank gekriegt. Da habe ich die Liefer bekommen. Oh, geil. Location, bin so. Im Herzen. Geile Stadt. Panzer Boy. Wie lange hat das gedauert, Alter? Mindestens eine halbe Stunde. Nein, das ist ja 2 Stunden. Naja, 18 Stunden. Erstens war es zum Ausspiel noch. Ah ja, okay. War doch an den Seas genau aneinander, was? Nennst du mich auch? Ja. 4, 5. Ey, Jan. Okay. Du bist mindestens Sechster. Jetzt schon, ja, geil. Nice. Let's go. Ja gut, ich glaube da... Nein, mal. Okay. Du noch auf der G. Fucking Maxi, Losers. Das war auch kidding me? Warum ist Maxi, Losers? Oh. Wenn ich verliere, darf ich gegen Maxi als nächstes. Ich frage ihn. Weil er gegen Paul verloren hat. Wen möchtest du Paul? Paul? Ex-Paul dachte ich, aber ich finde nicht. Discord Mail macht, dass man Nachrichten hat. Bei mir war so, du hast 3 Jahre Nachrichten. Ja, was, Bruder? Ja, bei mir auch. Machen Sie? Man, du warst so mad. Einfach war ich mad. So. Hier ist gelacht. Ja. Während dem dritten Game bist du voll mad geworden, weil es so lange gedauert hat und ich nie gestorben bin. So. Beim ersten Game so, war ja. Ich hasse es immer zu treffen. Beim ersten Game mit deinem Koffer, wo er gewonnen hat. Achso, beim ersten? Achso, der Rest war sick. Ey, mich ärgert das bei dem letzten Game so richtig doll. Dieser zweite Rest, den du gekriegt hast, ich war so, ich wollte den Counter hinten herkriegen. Dann war ich so, das war es schon zu spät. Ich so, nein, jetzt kann er mich ausbauen. Dann war ich so, Rest. Ja. Aber krass, war ein gutes Set mal wieder. Das letzte Mal ja scheiße, deswegen mussten wir mal wieder ein gutes machen. Das letzte Mal in den Playoffs hast du 3-0, deswegen. Ah, okay. Das Final. Was? Das Final. Ja, genau, bei den Playoffs. Da hast du 3-0 gewonnen. Also wo wir also die Season Final waren. Ja, da haben wir das gespielt. Ja. Da war Winterzeit, ne? Da wurdest du Dritter. Nee, seitdem haben wir das schon mal gemacht. Da wurdest du auch Dritter. Nee, ich war danach krank. Stimmt. Ich war ja, also ich weiß nicht, ob wir bei Jedo, haben wir auf jeden Fall nicht nochmal. Nee, weil du gegen Magic verloren hast, dann bei Jedo danach, deswegen. Du hättest jetzt schon wieder gegen Magic verlieren können, aber jetzt muss ich gegen ihn verlieren. Viel Spaß mit verlieren. By the way, ich darf den Licky. Ich hab ihn Achso, passt. Oh, wait. Oh, mein Gott. Moin. Jetzt kommt Paul. Wait. Warum kommentieren kann? Das ist schönes Hype. Moin, der ist Danny. Oh, der Mann. Oh! Wie ist denn 0? Was? 140? Oh! What? Roar! Shit. Ein erstes Game war das. Holy shit. Er meint einfach der. Ich fall jetzt mit dem Knie und es ist einfach Sweet Spot. What? Das ist so. Wer macht Paul in die Sweet Spot? Und der Scheinberg hat bei 140% hat ihm nirgendwo hingeschickt. Und er konnte nach dem Sending auch noch was machen. Das war auch. Holy shit. Alter. Oh! Oh, ey! Oh, Paul-Kombo! 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 Das erste war schon extrem. Paul-Kombo! Doppel-Paul! Paul-Kombo von Paul, das ist crazy. Aber nicht der Paul-Kombo. Das war Backer Downer, das ist immer Paul. Ja, Backer Downer. Aber es muss an einem Jump passieren, oder? Ist egal, im Herzen ist es eine Vollkombo. Dann ist ja jede Kombo eine Vollkombo. Oh mein Gott! Zu einfach. Rolle rein? Ja, Mann. Schwein hat auf Shield. Oh, der Falco, der mit Backer und Downer-Kombo. Oh mein Gott. Oh, what? Shit!
Cheater Hitbox an, Mickey Mouse erst move. Was ja. Er macht einen Flip und er fliegt noch von der Stage. Mickey Mouse von der Haus. Ja, ohne Witz, Junge. So, das war ein Move. Oh! Oh, mein Gott, what? Oh mein Gott! 2000 IQ Waldrum Place. Oh. Es hat noch nie ein Falco auf der Welt Backer and Downer gekommen, Mut, nee. Bis das Paul King Depping 2019 zum ersten Mal gemacht hat. Das ich habe auch nicht 2015 in meiner ersten Melee-Match mit Paul gekommen. Der einzige, der letztes Jahr nicht geschlagen hat beim Set, ne? Ja. Mit dem P6 Aua. Mit dem ich getrollt habe. Weil ich 2-0 vorne lag und wieder was fühlen wollte. Du hättest sonst dein 100% Record gehabt. Das war hier, ja. Genau. Was passiert hier denn? Das ist insane. Ja. Er will den Ball, Alter, oder? Oh, was? Lüge. Ja. Was? Lüge, was für ein Ball. Du meinst, du bist Ball. Ach so, ja. Ratio. Ich war schon gespannt, Alter. Ich dachte auch, das wäre witzig dann so, sobald ich so ein Kahnes sieht und so. Nee, nächstes Mal kommt Kahn einfach rein. Alter, wegen dir habe ich mir den Kopf rasiert. Okay, oh Gott, es ist doch noch das ist so Comeback ist ein Softplayer NRW, Mann. Wir haben den coolsten Charakter im Spiel gegen den am wenigsten coolsten. So, wer es wäre. Ja, wär das ist die Frage. Ich wäre auch traurig, NRW-Mann den ganzen Weg aus NRW hier. Oh, shit. Nerv in der Lich. Oh, das war... Kein Das war nein! What? Oh. Double Laser, ja, Mann! Ja, das ist Shine Up Beef! Du musst den Shine auch treffen! Please! No! Er kriegt den Tick! Sie treten sich! Nein! Oh. Was? Wie ist er gegen die Stage geflogen? Wer hat da wen gehauen? Ich hab's nicht gesehen. Also, das war der Abwehr. Fancy ist eine Runde gegangen. Fast voll Abwehr. Und Fancy ist ja so SCI, dass er gegen die Stage geflogen hat. Ich glaube, er hat nicht SCI einfach reingehalten. Also, ja, schon. So nah dran. Das wird eher einfach reingehalten. Ich meine, er hätte wahrscheinlich trotzdem überlebt, egal wie rum er gehauen hat. Okay, crazy Combo. Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ohne Witz! Was ist dieses Set? So schnell kann Mädel sein. Wir hatten gerade Dennis gegen Jan on Stream. Game war Time. Oh mein Gott. Das hat sich angesammelt gerade. Deswegen. Oh, okay. Ich will die Stacks verlieren. Schon wieder. Hättest du gleich 51% jeweils. Geld man schon wieder Zwei Stacks ahead? What the fuck? Oh, fuck. Ich meine, gerade jetzt konnte sich fast einer zurückgebracht. Falkenpunch. Hey, oh, ja. Oh. Jawohl. Achso, das ist Geld, Mann. Oh ja. Mein Gott. Ich dachte, das ist nix, Sven. Das wird immer absurder. Ich hab nicht hingeguckt. Oh, das ist sick. Ich hab nur einen Falken gesehen und hab vorhin aufs Bracket geguckt. Ich dachte, die haben... Okay, die haben schon gespielt. Ja. Das ist wohl das Semis. Ach so. Das ist wohl das Semis. Das ist voll der Maxi besiegt. Deswegen ist er hier. What the fuck? Normalerweise ist der Maxi hier. Jetzt darf ich den Maxi gegen Hühner. Aber verdient nur, wie es aussieht. Even, der Lead. Laser, okay, Laser. Ein bisschen Spaghetti, aber. Das ganze Game war gerade Spaghetti. Das war so schlimm. Oh, mein Gott! Frankreich spielt man Baguette. Ja, da muss man jetzt langsam. Ich will kein Coaching hier machen, aber da muss man mal anderes Ledge-Mix am Spielen hier. Nicht immer hochspringen, Abwehr, hochspringen. Nee, das klappt nicht mehr. Vielleicht mal ein bisschen weniger raten. Ich sag gute Füller dazu. Ja, ich sag dazu vorhin. Konzi muss einfach besser raten, nach den Downthrows. Konzi muss besser spielen und weniger Fehler machen. Er macht Downthrow und dann nix. Das Runde muss jetzt Ecke gehen. Ja, das auch. Genau, so ein Ratschlag war das gerade. Er musste den Gegner die Stocks nehmen. Don't get hit. Oh. Kein Double E. Schade. Oh, what? Ich glaube, er wollte es abwehren. Ich glaube, er wollte es abwehren. Wahrscheinlich wollte er es abwehren. Ja, der war gefettfingert, ja. Oh mein Gott. Bitte. Oh! F-Special. Der Drift des Todes. Halunke. Nein. Ist okay, das Match ist vorbei. Das Match ist vorbei. Da kann gar nichts mehr schief gehen. Oh, okay. Krank, okay, das ist es. 2-1, oh mein Gott, 2-1 für Geldmann. What the fuck? Hat Geldmann schon mal Konsti besiegt? Ich glaube nicht. Er hat mal Kahn besiegt. Ja, okay, das ist auch krank, aber Konsti. Ja, echt, wann? Ja. Irgendwann mal 2017. Okay. Was? Müsst ihr spielen? Aber da war also ja gerade der Zug in Berlin. Da könnt ihr danach einfach direkt dahin gehen.
können auch auf dem Stream spielen, weil Losers braucht ewig. Ja, aber Losers hat auch coole Matches. Also Losers ist bislang langweilig. Ja, wir sind den Winners, die haben gelegt. Pop of Greenland 3 Games? Das ist doch nice. Ich war gerade eben schon den Leuten. Du hast dein Timeout für heute schon verbraten. Genau. Du musst dein Approach noch. Ich habe noch 3 übrig, deswegen. Ich bin ja enttäuscht, aber meine Schuld war das nicht. Wir müssen mal irgendwie. Wow, okay. Wir müssen mal Kontrolle angucken. Er hat gerade einen Zombie getroffen. Glaube ich nicht. Fake News. Okay, er redet richtig. Oh, ich sag doch, er muss besser raten. Er redet richtig. Oh, durch den Laser. Ich sag mal, wir hatten bislang nur. Ja, Set 5 Games gehabt. Also. Stimmt, Marius gegen Bob Target auch. Oh ja. Marius gegen Bob Target wurde in einem Game entschieden. Game so 1. Hart geballert. Oh, der Phantom! Phantom? Extra 3%. Das wollte er jetzt nicht wirklich machen mit der Side B. Digga, ich hab genau gesehen. Oh mein Gott! Was? Ich hab grad schon gesehen, was passiert. Clip den Scheiß! Ausrufezeichen Clip! Clip den Scheiß Tag Fiction! Was ist das denn? Tag Fiction! Das war ein Laser PC Drop. Ja. Ach so, ja. Laser PC Drop, aber mit Laser hab ich noch nie gesehen. So ein tiefen Laser. Ja, ja. Das auch? Ja. Und dann das Laser-Momentum. Wo ist der Chat? Schau, ich hab keinen Clip. Wir sehen wieder Chat. Let's go. Frozen Leaf? Ist das Bruder von. That's the brother of Frozen Leaf. Ich bin Third Worst Young. Or whatever. It could be. Wer wünscht sich Frozen? Wer nennt sich Bananenmarmelade? Who the fuck is Banane Marmelade? What is that? What kind of tag is that? Okay, winnable. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Winnable. Knock? Nee, don't know. That hurt to watch. Dann noch 2. Okay, danke Frozen Leaf. Nee, ich glaube, das war letztes Set. Ja, meins. Letztes Set. Oh mein Gott. Oh, vor der. Ja, Mann. Oh, Konsti gibt es nicht mehr. Okay, Shield Drop Backer war. Oh, Rolle, ja, Mann. Oh mein Gott, Gott schon wieder. Netplay Dash. Oh! Mixer. Alter, dieses Abtilt. Oh! 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 Oh mein Gott! Das war fast Score. Fast. Und der Smash Bros. Game 5! Er hat sich nicht ganz getraut, für diesen Jump Read zu gehen. Er war. Ja, ja, ja. Er wusste selber nicht. Oh mein Gott, das war safe. Okay, wohin gehen wir? Fountain? FD! FD! Oh, shit. Okay. Ah, schade. Der ist so insane. Oh mein Gott! Vollkommen? Das kannst du nicht an! Oh mein Gott! Abgeschossen. Junge, er gibt ihm keine Sekunde zu haben. Nicht von Side B getroffen werden. Oh shit, Nair Grab. Das ist spooky. Withdraw? Oh, tritt ihn einfach. Oh mein Gott. Das ist so intense. Was? Oh Gott, was war das für ein Match Guard? Oh! Latest Backer. Ja, Mann, wartet. Er wartet. Oh, ist erstmal Falco, so ein Wichser. True. Oh ja, Mann, up air. Oh mein Gott. Oh shit! Überlebt! We live in. Double Laser, ja. Nice. Das war der shit. Double Laser ist nicht safe. Das war der schlimmste Double Laser aller Zeiten. Ne? Oh nice. Ja, Mann. Oh mein Gott. Er hat den Jump bekommen. Oh, den, er war so smart. Oh. Schade, er wollte den Double Jump catchen. Da schon wieder. Oh, pass auf. Oh! Oh, das war Side Beast. Das hat er schon mal. Oh, die müssen so nervös sein, beide. Oh! Konsti hat. Oh! Toof! Konsti hat gemerkt, dass die Tech Chases nicht funktionieren, deswegen macht es halt wieder mehr zu covern. Das klappt sehr gut, aber ich glaube, Geldmann hat das langsam raus. Nur Best of Fives hier. Ledge, ja. Oh. Double Laser, Rausspringen, mit Knie. Jawohl. Warum? Ich werd nervös, wenn ich da zuschaue. Ich bin am Zittern, ey. Gut, dass du danach ein Spiel spielen musst. Jan, das ist deine Chance. Auf jeden Fall. Ich will Ice Slam, ist egal. Ich hab gehört, jedes Spiel am Stream wird ein besser Fall. Okay.
Das war's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Last Sock im Winner's Bracket. Paul wird er sich ins Grand Finals. Wird das Finals schmuggeln? Wunderschön! Wunderschön! Scheiße! Ey, was ist das für ein Set? Er trifft nichts, doch nicht. Das ist nur Seal to Just. Oh, sie double jumpen beide! Ja! Oh! Oh, das ist big! Das ist big! Oh mein Gott! Kein Abtick, okay. Oh, ja, schön! Der Reed war zu hart. Oh, was? Oh mein Gott, ein Tipp! Oh! Und oh! Verrückt! Verrückt! Komplett verrückt! Ich glaub das nicht. Winners Finals für Geldmann. Let's go! Winners Finals! Holy shit. Was war das für ein Set? Sheesh. Nein, Confi ist ein Loser. Oh, er ist auf meinem Path. I'm so sorry, Dennis. 3-0 für mich, ja. Viel Spaß. Chat, we got Nixtrad versus Both Target. Actually, not too sure how the score would be between the two of them. I don't recall any any standout sets I've ever seen of them. Actually, I wouldn't know who would be the favorite here. Seeding wise, it's 7 versus 9. So Nixtrad is 7, Both Target is 9. So it's pretty close. With the 8th seed being Strawstream, who already beat Both Target in a very close encounter in the very first round. Or like second round winners, but they both had a bye. So yeah, pretty interesting stuff here. I think this matchup, you know, traditionally gives Falcos a very hard time because of Marv's Punish game, first and foremost. Because I think, oh my god, oh, he could have up smashed, I think. Because first and foremost, the neutral game for Falco. Even though Marth is pretty good at weaving away with his dash dance, he's super low, he can also power shield really well because his shield is like kind of broken like that. But still, you have a laser. Oh my god, the double dip. No, he goes for the bear. Okay, that could have been Amsa attack, but looks like Both Target doesn't want to do that. So, you know, that's even Stevens here. Both Target, Nick. Steht 0-0. Sie begannen gerade. Das ist Losers Round 2, so this is not even top 8 yet. Oh, sorry.
This is losers round 2, so not even top 8 yet. Round 3. Round 3? That's still not top 8, yeah, right? Top 12. Top 9. Yeah, that's the You lose again. Yeah, that's the optimistic way of looking at it. Yeah, it's top 9, you know? Yeah, everyone loses. We have 12 people in the top 9, you know? Oh, that could be a downer. Oh, and he misses it. Unfortunate stuff here for next round. It looks like super even, as I said. Do we have history on this matchup? I thought about it, and I couldn't think of any like remarkable sets that I would remember of the two of them. So, yeah. It might be the first one. Like, Buff Target has been super active recently. Yeah, he was in Texas over the holidays, right? For like a month or two. Yeah, but even before then, like, it was... I think his like main activity phase was like before Nick even came here. Yeah. He's only since 22. Oh, this could be a stock. That's going to be a counter. And oh my god, and he gets torched by the upbeat. Good angle by Nick Strait. Should have just fared. Yeah, solid idea with the upbeat though. Like that was the last, that was like his saving grace and he went for it. Oh, yeah, I think if he would have timed it right, it would have hit too. Like he needed to hit it before the upbeat comes out. Yeah, it was pretty tricky DI by Nick. He didn't go too far down. And I think both target. Dude, those power shield to the tippers are crazy. Mm-hmm. I've been running into 10 quid shoes a lot in ranked. Uh-huh. And like, dude, like I don't know how the guy does it, but like he has the best tippers. It's ridiculous. So now, what I'm on the lookout for with Mars is like ripping raw F smashes, and both target is a Mars to do that, right? Not as much as Garrett though, but you know. I mean, it's a super good move, so. True, but it's also like very laggy if you don't hit it. Yeah. Oh my god! Oh no! I think if it's like a well placed one, it'll like you'll never regret it. Yeah. The problem is if you start not placing them well, or if you start making them very predictable. I think the most important thing about them exactly is like not making them predictable, like making them like, you know, making them guess. Hallo Arthur, na? Hallo na? Was geht hier? We have Nick Strait versus Boss Target. It's game one. I don't think I've ever seen those guys play. Conti couldn't recall either. Classical derby, I'd say. Italia versus USA. Exactly. Italia. I said Canada earlier today, and now you said Italia. I love it. Italia. It's Italia. Versus Americanica. Yeah, I was going to say Italy. America. In Italia, we call it Italia. Bene. Oh my god, that nigga's still going. So this... Oh my god. Okay, I think this punish was his last lease alive, and now he gets back into the groove, though. Oh. Dude, the upbeat was so wise. Buff Target was... Going for a side B, and this could be the game. Nair, I don't know where we want to go with that. Oh, and now Buff Target makes it back to the ledge. What a slobber knocker already in game one. We are 4.5 minutes on the clock, and these guys certainly don't want this game to end because nobody wants to kill each other. Oh, that was... No jump, that I must think. Be. Fuck. All right. Oh, wait, Male, who won between the two of you? Nana. So you won? Nana hat gewonnen. Okay, so. Marius 3-1, okay. Dann gehe ich mal gegen Marius. Marius gegen Dennis auch. Sehr exciting. By the way, hey, Oz. Oh shit, Ozan ist da. Ja. Und Rich Homie Kwang. Oh, Hui ist da. Hui hat heute gepostet, dass er sehr glücklich ist gerade und ich muss wissen, wie er das macht. Ja, Urs möchte schnell nach Berlin ziehen, damit da zum Weekly kommt. Das möchten sie alle. Aber heute ist echt wildes Weekly. Ja, es ist wirklich, also, wie letztes Mal war ja so richtig so tote Hose und jetzt ist so... Nee, halt auch die Upsets. Also. Oh, no! Oh mein Gott! Stock Sacrifice, naja. Ist immer noch in Führung. War worth it halt. Looking rough for Nick Strat. Oh, schön der Smash. Ui. Was sagt Ui? Achso, yo. No problem, Bray. Hey, Hui, gib mir. Ich will meine Badehose zurück. Hier, Maxi ist nicht hier. Maxi ich bin ist Jonas. Gar nicht hier. Und Konzi ist hier. Wie steht's hier gerade? 1-0 für Bob Target.
Dein Apple Pencil ist kaputt gegangen, du brauchst was anderes zu tun. Hey, schön, dass du dich hier eingefunden hast. Oh no. Oh, oh mein Gott, er droppt alle Edge Guards. Er gewinnt trotzdem, aber. Und das als Maul. Nächstes Mal ein bisschen pflastert gerade, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist er noch shaky vom letzten Set, was er gesehen hat. Das, ich war so meinst shaky du? Danach. War so ein insanes Match von euch beiden. Ah. Also als ein bisschen mad, dass hier das dritte oder so, das war irgendwie meins. Ein bisschen dumm gelaufen. Oder das zweite war es. Aber halt, dass er das halt. Paule diesen Edge Guard nicht getroffen hat. Ja. Weißt du, wo ich das nie getroffen habe, oder wie? Ja. Ja, da habe ich ihn outplayed. Ja. Aber ja. Boah, wie so clean, ey. Frühstückt sich hier ein bisschen dann Nixtrat ab. Das Texas Bootcamp hat ihm gut getan, wie es scheint. Nixtrat hat das Italien. Ich weiß gar nicht, ob er in. Ich glaube, er war in Deutschland, oder? An Silvester? Ist er nach Italien gegangen? Ich weiß, dass Magic in Italien war, aber ja, ich glaube, er auch. Ja? Ich bin mir das sicher. Okay. Sonst hätte ich gesagt, also, ja, das Italien-Bootcamp nicht ausreichend gewesen gegen das Texas-Bootcamp. Oh nein! Oh. Oh, das tut weh. Er liegt so hart zurück und dann noch sowas. Bei Sheikman fühle ich das. Zeit viel zu drücken. Oh, okay. Mesa Esmer ist, glaube ich, so richtig krass gutes Kill-Tool für Falco in dem Matchup. Ich finde immer so, wenn man guten Laser auf so einen Aerial Mark trifft oder so, das ist vorbei dann teilweise. Wobei dann halt so, wenn er grounded ist, so ich spiele das Match aber manchmal so auf Netplay mit Falco, wenn der Marv grounded ist, so absolut keine Ahnung, was man dann macht. So, das ist richtig weird. Es gibt auf jeden Fall was, aber holy fuck, keine Ahnung. Oh, schöne Pressure. Schöner Edge Guard. Und er ist wieder in Führung. Das ist gut für ihn. Marley, Ost hat dir Hallo gesagt. Was? Ost hat dir Hallo gesagt. Wer? Osa. Osa. Gut, hallo. Hey, Shawty, ey. Hey, Shawty. Hey, Marley, hast du meine Collage gesehen? Ja, auf jeden Fall. Ich hab auch so gedacht, hey, bist du Marley? Wann kommt deine Collage? Warum schreiben wir alle das? Okay, fair enough. Marley hat die Collage. Marley macht das immer. Auf dem Wikipedia-Artikel für Collage steht bekanntlich, dass Marley Kaiser das erfunden hat. Ja. 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 Aber wir schreiben echt viele Leute so, hä? Marley? Ja. Ja, ja. Ashcott hat mich angeschrieben, meinte so, oh, du bist jetzt Marley. Also, what the fuck, guys? Danke, Rosa. Wann kommt deine Collage? Ich hab, man kann mit Adobe Express kann man so insane Sachen am Handy machen. Das glaube ich auch. Das ist halt gratis, ne? Du kannst einfach runterladen, einfach so, ja, ja. Du kannst dann halt so als Grundlage kannst du halt so eine Insta-Story nehmen und dann ist es auch perfekt gesized einfach. Und dann hast du... Ja, deswegen, das freut mich, wenn du so viele Leute machst. Es wird immer besser. Wie guter Wein, das wird immer besser. Ich hab schon gesagt, deine Collagen fressen bald den Staub von meinen Collagen. Ich werde irgendwann werde ich dir sagen, wow, deine Collagen, die sind schon nicht schlecht. Das ist du der Effort. Good try. Oh, I see what you were going for. Oh? Good idea. What are the stock? Oh shit, it's last stock again. Holy shit. Can you take this? Dude, yeah. It looks pretty also good. Oh, nice, nice, nice. Alright. In Pal hätte das nicht getroffen. Ja, da wäre auch tot gewesen durch den ja. Das wäre schon okay. Die Musik fehlt aber. Die Musik? Ach stimmt. Ich höre zu wenig Musik. Ich muss mir so ein bisschen... Mach doch Principles. Ja, aber ich finde, das ist nicht so gute Collage-Musik. Ja. Weißt du, das ist so, als würdest du so ein Still anschauen. Weißt du, Stillleben. Du brauchst so entspannte Musik, glaube ich, dafür. Oh! Oh, schöner Jab. No way. What? Einfach rumgetanzt. Nice patient effort. This is a mirror. Das ist meine nächste Collage.
Aber sie verstehen den Witz gar nicht. Es ist nämlich gar nicht America. Es ist Germania. Tyskland. Tyskland, ey. Ist das in Dänisch auch Tyskland? Ja. Wo noch? Schweden. Merkensprache. Es gibt ja einen deutschen Zwergstand, der heißt Tyst. Aber der weiß das gar nicht. Der heißt eigentlich Thais. Das ist einfach so ein Zufall, dass der da gibt es auch einen Österreicher, der heißt Tyst. Echt? Arbeitet bei mir bei. Das ist krass, man. Holy shit. Ja, auch ein Game. Wild. Heißt auch Tyst. Mit Y. Ah, okay. Der deutsche Tyst, der wird auch so beschrieben. Der ist Paul. Ja, ja. Aber den, weiß ich, ob ich. Der war nicht gerade reden, dafür müssen die Maxi reden. Oh mein Gott, ey. Steht's hier? Oh, was Target running away with it? Ja, ja. Let's go, Marth! Oh no! Ja, look at hope, ey. Das ist das erste. Oh mein Gott! Oh, oh. So das ist das erste nicht Game 5 on stream. Warte, wer ist? Oh mein Gott. Hat Max nicht gerade on stream gespielt? Nee. Wer war denn, als Nico nicht gerade angefangen haben? Paolo. Nee, direkt danach. Wie hier? Echt? Achso, drei Games, ja, schön. Wir können nicht auch drei Games. That's it. Oh, oh, beautiful. I left the week up there. So yeah, that's good. Really fun. So fun to come on. Let's go, Buffy. Fuck him up. Nice. Fünfter. Ja, man ist jetzt schon Dritter. Die ist auch schon wieder so. Wow, was? Ich hab nicht gedacht. Oh, ich da kann er sich aber vorschätzen. Ja. Bei dem Stack Weekly. Was? Bei dem Stack Weekly. Mit Geldmann. Ja, Mann. Also mit Jan. Er muss erstmal das Geldmann gehen. Kennst du auch die? Maxi. Ach, der Gewinner gegen mich, weil er. Wo spielt hier gerade? Achso. Aber wie hängt die denn da her? Hm? Das machst du in Mann? Was ist das? Nee, Mario, ich glaube, es war schon wieder. Achso, der hat 3-1 oder so verloren. Ich weiß aber nicht, wie viel. Ich glaube, 3-1 war es. Sometimes folks are thinking in the book. Yeah.
gerade. Hey! Let's go, Buffy! Classic Foxmarth here on Battlefield. You love to see it. Our Box Fox, oh my god, he's going hard. Was geht Sasquatch? Against Buffy the Toffee. Target the bargain. Sasquatch Platypus-Chat? Er wird Scout-Chat! Ey, yo! Heide? Du hast einiges verpasst, Heide. Allerdings, zum Beispiel wie Dennis aufs Maul bekommen. In dem nächsten Set, was je in der Menschheitsgeschichte aufgenommen wurde. Oh mein Gott! Oder das Upthrust-Smash Raw? Oder dass der Monetenmann gegen Konzi gewonnen hat. Ja, Alter. Paul, oh mein Gott, ich liebe es. Genau so spiele ich Marv, Alter. Ich bin Buff-Target-Fan jetzt. Wunderbar. Oh, geh doch, spring doch direkt an den Ledge. Er hat sich getraut, er wollte nicht gescheit werden. Oh mein Gott, oh mein wunderbar. Gott. Genau so manches. Das war so knapp. Oh, ich hab den Jab. Oh, what? Er geht für den Suicide. Und, das, und er schafft es leider nicht. Was ist das sick gewesen, ey. Und Worth. Auf jeden Fall. Buffy gegen Fusi. Oh. Let's go. The Fruz. The Fruz wird gecruised, Junge. Oh, oh mein Gott, ab hier. Und das ist ja nicht so cool. Oh, der Erde, 300 Meter über der Erde. Oder? Der Schein in die falsche Richtung. Er startet die Combo. Und oh, er hat nicht mal eine Combo. Einfach raw. Er hat sofort eine Abwehr gemacht, was schon mal ein bester Combo-Shot ist. Jawohl, einfach ein Exempel statuiert. Und auf Smash. Rasieren, Junge. Das ist das 1-0 für The Fruz. The Fruz is on the cruise. Wohin geht er? Achso, er hat so sich dann trinken. The Fruz is moving. Das dritte Game in Timeout gewonnen auf Dreamland. Zum zweiten Mal ist ein Spiel zwischen Dennis und mir zum Timeout gegangen. Aber diesmal habe ich gewonnen. Das war hart. Oh mein Gott, wunderschön. Die Dash Dance, die hat er drauf. Gott. Und er weiß, dass man da schieben muss. Oh, was? Da hätte er mir vor oder noch mal bouncen lassen können. Die Engels trifft Max natürlich. Oh, schön, Dash Dance. Ja, weak FPS, okay. Bei 100% muss man schon weak up werden. Sabacha 2G! Was geht, Sabaka? Timeout Game 5. Nein, Timeout Game 3, sorry. Sorry, Heide. Timeout Game 3 auf Dreamland. Also ich habe ein Game gewonnen, dann er eins, dann ich eins, dann er eins, dann ich eins. Aber das war auch knapp bis zum Schluss. Das war jedes Mal knapp. Halt auf wir das haben es jedes Mal spannend gemacht. Weil zwischenzeitlich hat er ja dann gecampt. Ja, Dennis hat halt die Führung genommen und ein bisschen gecampt, aber fair, muss ich sagen, klar. Gerade auf meinen Counterpick soll er machen. Aber durchs Captain hat er eben nicht so gut gespielt manchmal. Hat mich nicht so erwartet. Und dann habe ich eben einen frühen Stock gezogen irgendwann, glaube ich. Oh mein Gott. Oh, schön, straight. Game 2 ist er direkt im ersten Stock SD'd aus Versehen. Oh, Buffy. Oh. Er kann sich entscheiden, ob er zur Stage driftet oder von der Stage weg und dann hochgeht. Hi, Heide. Oh mein Gott! Das war geil! Saftig, Junge. Ich liebe diese einfach hohen F-Smashes. Naja, es war ja voll der Read. Aber ja, es war wirklich aus dem Nichts. Up-Tilt, F-Tilt. Haben wir eigentlich Sterni hier? Another Up-Tilt. Haben wir eigentlich Sterni noch hier? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, oder? Ich sehe kein einziges. Ja, up-air. Oh, er konnte rausspringen. Die Back-Airs und der Schein auf Stage. Wunderbar. Oh mein Gott, Double Jump Back Air und er kommt sogar zur Stage zurück. Was ist das für eine Calculations? Und das ist nicht. This man's brain is too big. Gekämpft werden darf eigentlich nicht. Doch, es darf gekämpft werden. Allerdings, es darf nicht gestallt werden. Ja. Ich darf zum Beispiel nicht. Er darf keinen Peach Bomber auf Final, FOD machen unten, wo ich nicht. Oder du musst die ganze Zeit Sci-Fi machen. Ich darf nicht Pounce stallen, irgendwie schlagen oben rechts in der Ecke, wo er nicht rankommt. Oder man hätte jederzeit aufeinander zugeben können. Keine Art von Stage. Ist da keiner geledge-grabbed? Es war alles legal auf jeden Fall. Wie ist das? 60 ledge-grabbed?
Ich weiß nicht, was wir gemacht haben, aber es gibt 45, 60 und 80. Ich glaube, Standard ist das 60. 60 ist das normale, ich glaube, das haben wir. Wait, ich habe nicht geguckt. Buffy, let's go! Alter, was ist das? Hart, Alter, dieses Yido ist crazy. Nicht nur, dass hier so viele krasse sind, sondern es sind auch viele neue, die auch gut sind. Und es sind einfach insane Ergebnisse. Nur Upsets. Einfach Paul haut Geldmann in Losers, ich hau Dennis in Losers. Harten Sets. Hart, Alter. Ich möchte das eigentlich nochmal angucken, Paul gegen Konsti. Das war uns so insane, das ist ein Set. Auf Targets Rossi war auch unter knapp. Ja, das war wirklich insane. Das könnt ihr euch ruhig nochmal angucken. Die beiden haben nur Trake geblows und Paul war so sick. Konsti war so sick. Und, I don't know. Das war wirklich Top-Leiste von beiden. Gott, das war wirklich geil. Ein Engel. Und ab er. Oh. Ich spiele auch immer mehr Martha von Rank. Ich werde immer wieder immer böser. Aber throw up air. What? Up air hat er getötet. Warum macht er nicht? 150% oben an der Kante. Das ist Fox. Kante. Jawohl. Das war noch so knapp. Ein schöner Line Rider. Das kann er auch auf jeden Fall. Oh mein Gott, der Reverse AP. Calculate. Er hat extra den Angle getroffen, dass er den seitwärts... Paul hat Geldmann ins Losers. Paul hat... Was? Paul hat Geldmann, hab ich gesagt. Paul hat Konsti ins Losers, of course. Paul hat Geldmann, ja. You are your own worst enemy. Trust no one, not even yourself. Genau das sind die Updates, die ich sehen will. Die kann noch so... Fox kann noch so knapp vor dem Boden sein. Einfach den lustigen Button drücken und dann kommt der Kommentar einfach weiter. Funny Update, go. Reverse up, beat. Wo war die Perl Ken-Kombo? Beim Fallen wäre er vielleicht noch gestorben, weil... Oh mein Gott, weil Maxi schnell respawned, aber... Hätte er den Stocker schon haben können. Oh mein Gott, das Movement von Maxi. Oh mein Gott, das Movement! Oh mein Gott, das Movement! Commentator's Curse. Er ist schön über die Plattform gegangen davor, so. Und hat voll den Uptilt gedodged, irgendwie. Jawohl, mehr Uptilts. Funny Button, haha! Wunderbar. Und die, nee, oh mein Gott, trifft die Downer, aber Maxi trifft natürlich den Tag. Und eine Maschine ist. Jawohl, der Grab ging irgendwie voll daneben. Er hat auch so den Dash Grab gemacht. Der Jab ist gut. Der Counter ist gut. Classic Stuff. Ja. Und er weiß, Maxi hat die Angles und er geht immer auf die Ledge. Deswegen macht er diese Ledge Grabs, die er sehr schnell machen kann. Jonas guckt 3 Sekunden nicht hin. Ja, Maxi, trifft 3 ab erst und Bob stimmt aus dem Top. Das ist Maxi, wie wir ihn kennen. Oh! Und jetzt haben wir 10! Wunderschön! Mit 2 Stocks auf Maxi Counterpick. Hold Bob Target das Game. Saftig. Und steht damit gefährlich nah daran, Lil Fruzy aus Losers rauszuhauen. Der Gewinner der beiden darf gegen Phil. Oh. Da hat Dennis seinen Controller geworfen. Dennis hat verloren, glaube ich. Gegen Frosty? Oh mein Gott. Was ist heute los? Dieses Yido ist cursed? Wenn Buff Target auch noch gegen Maxi gewinnt? Scheiße, dann. Wenn es so cursed ist, dann gewinnt Buff Target wieder gegen mich. Oh, dann ist ja gleich WG-Matchup. Frosty gegen Konsti. Oh, Pop. Und Frosty gewinnt wahrscheinlich, so wie es heute abläuft alles. Junge, wenn Niki heute verliert, dann ist es... Ich konnte leider kein Game ziehen. Das What's letzte up, war Last Dog. Ashley and Big Earth. Big Earth! Jeder ist. Was bei Dennis Rossi noch geht. Das sieht ihm was aus. Dennis, oh mein was? Gott! Oh mein Gott! Das hast du nicht gesehen. Die beiden reporten immer da lecker. Ledge into Randall into Shine. Die beiden sind immer so wichtig zu reporten. Ah, okay, Maxi und Maxi und Rossi spielen. Okay, Marius hat 3-2 gegen Dennis gewonnen. Haben wir gerade telepathisch erfahren, quer durch den Raum. Wollen wir zum Spiel zurückzukommen. Off Target liegt hier leicht hinten im Stocklead, aber ein lustiger Funny Update könnte das Spiel beenden. Oh mein Gott, die Side-B, um auf die Plattform zu kriegen. Oh. Und der macht den F-Smash! Und sagt, ich weiß, dass du dich da links rollst. Ich gebe dir einfach den F-Smash rein. Wunderschön. Oh, die Dash-Attack trifft gerade so. Interesting. Oh, Randall. Randall fuckt ihm up bei der Ledge. Maxi, trifft die ab, hier nicht. Das macht er immer. Sorry, was? Wann war das letzte Mal, wo Dennis Siebter wurde? Wow. Weißt du, was ich dir sagen kann? Wenn Buff Target hier wirklich das Ding holen sollte, dann muss er gegen mich.
Und zuletzt hat er gegen mich irgendwie 2019 oder so gewonnen. Und das wäre dann wirklich der nächste Jedo-Upset. Aber so wie er gerade spielt, das ist wirklich scary. Oh mein Gott. Boah, dieser. Oh, wunderschöner. Ich denke auch mal, ich kann ihn da kriegen, aber nein, nach dem Wall Jump ist er kurz invincible. Und oh mein Gott, wie hat er da den Ashmash einfach getroffen? Oh, die Grab. Oh mein Gott. Oh, der Ashmash war ein bisschen sinnlos. Aber Maxi. Oh. Maxi trifft nicht ganz alles, was er machen will hier. Die Wavelands werden einfach zu Air Dodges. Und mit Off-Targets. Oh. Mit Off-Targets Ashmash, das kommt ja auch nicht ganz klar. Und an der Lech, guck mal, er verpasst so viele Sachen ganz knapp und das ist bei Fox eben Leben und Tod in diesem Matchup. Auf Target, wenn er noch ein bisschen besser gepunished hätte, dann hätte er das Spiel auch schon geholt. Oh. Holy shit, das ist insane. Oh! Oh! Beide sind sich gerade hier ganz schön gefährlich. Sie wissen, es geht hier ums Weiterkommen, es geht ums Überleben in Losers. Beide spüren es, aber oh, Target hält die stärkeren Nerven gerade. Aber Maxi mit der sehr guten DI überlebt den F-Smash auf Yoshis Side-Plattform und da geht er für die sichere Backe. Oh, oh mein Gott, da geht er raus und das ist gut. Er holt sich die Confidence zurück, die er hier braucht, oh um den mein Kopf Gott. Zu gewinnen. Oh, und er weicht den Drill sehr gut aus mit einer schwachen Abwehrkombo mit der Backe. Ah, schade. Ich weiß auch noch nicht, was er machen soll. Up-Throw-Up, ja. Das tötet ihn nicht gerade so, okay. Crazy. Oh, get up, Jack. Er geht einfach vorbei und das möchte in die andere Richtung. Ich hab so Angst, ob auf Tage gerade. Tournament Stock für Maxi hier. Das wäre ein 5. Platz für ihn, oder? Nee, nicht mal. 7. What? Excuse me? I refuse to believe, dass Maxi und Dennis 7. werden mit Diego. Oh! No! Ihr hate to see it. Ihr absolut hate to see it. Das ist so ein Nailbiter. Auf diese Art endet. Insane, man. Dennis und Maxi sind Siegter. What? Was? Jan Ulrich in den Flug. Oh mein Gott. One of us getting fourth. Let's go. Oh my fuck, ich dreh durch. Yeah. Dieses Jedo ist insane. Dieses Jedo, what the fuck? Hansi ist already playing, so we can just go on stream. Ja. Yeah. I guess Nicky and Nicky and Hetman can also play. Ich will someone okay, ich will's gehen, thank you. Paule gegen Niki und Sweet, weil die müssten schon lange warten.
Das ist so komisch, dass manchmal ein Licht ausgeht in der Küche. Diese Übung. Machen? Ich fühle mich gerobbt. Ja, ich hätte überlegt, ein Old Veteranenturnier mit Steve und so. Oh ja. Wir können ja ein Low-Tier-Turnier spielen, ich spiele dann Peach einfach. Dann noch Luma per mit Metzlepi. Ja. So, Winners Final! Geldmann gegen Niki. Yo, und es geht los, alles klar. Oh mein Gott. Niki auf Rank immer noch der ungeschlagene Meister. 40-0. Hat also seit 40 Sets mindestens kein Set verloren. Wahrscheinlich ist es länger. Letztes Jahr im Turnier ein Set verloren. Gegen Paul. Gegen Paul King. War hier war. Ja, stimmt. Gegen King. Sonst hat er gar kein Set gedroppt. Das stimmt. Und das Paul kriegt es nicht geschissen, die Nana zu killen. Und das könnten Handoffs sein, die den Tod bedeuten. Ja, es sieht nicht gut aus für unseren Hero in Falco-Farben. Das war's dann mal für den Stock, sage ich mal. Oh, Junge. Okay, und das ist die Down-Air für... Okay, ja. Und Nana? Oh, oh Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt kommt noch so ein Jab oder so. Ich dachte, sie macht einfach Down-Smash, aggressiv. Bro. Die geht einfach in die Ledge. Okay, oh, Paul geht für den Shine-Grab, aber die Ice-Timer ist slippery. Slippery motherfuckery. Oh. Okay, gut weggerollt. Ich habe 3-0 gegen Marius gewonnen. Nee, 3-1. Sorry, 3-1. Oh, Paule macht's, schafft's zurück auf die Stage. Oh! Oh! Da hat sie noch bekommen, die Ledge. Warte mal, was kommt mit Jan auf Tage? Die spielen noch gar nicht, oder was? Nee. Sollen die on stream, oder was? Ich hab's schon. Aber
dann wartet Konzi jetzt halt ewig, ne? Ja, das bin ich gewohnt. Ja, da bist du schon mal im Lunas und da meckerst du immer noch, oder was? Ja, wir haben einen Lunas. Oh, oh, no way! Nach Obbe! Dana und Poco sind sehr close in Prozent. Oh. Ah, ich dachte, er macht Abtilt einfach. Ja, Nanat, glaube ich. Nee, Poco, ja, Nanat. Okay, die Upsmash, ja. Und da ist unser Shorty offstage und kriegt die Laser. Oh, und da kriegt er die ganz weake. Und dann outplay mal Nikki im Neutral. Ist egal, was für ein Charakter er spielt. Das ist bekloppt. Oh, oh, dann kriegt er den Schuhanzieher gedrückt. Alles klar. Ich liebe diese. Ja, Down Air von Ice Climbers. Man rechnet selten damit und dann kommt sie auf einmal in dein Gesicht geschissen. Oh ja, die Bear Out of Shield und das müsste das Edgeguard sein. Ja, kein Sprung, kein Nix. Nikki einfach tödlich. Tödlich in der Climberei. Der hat Slug gesehen letztes Jahr gesagt, naja gut, okay, da scheint noch Potenzial drin zu stecken in der Nummer, da spielen wir doch mal weiter. Und jetzt grab. Und jetzt grabt der gut. Oh, will es nicht erlauben, nee. Nee. Das ist dann jetzt, ja, und jetzt kommt die F-Smash. Ja. Das ist das erste Game. War das erste, ja? Ja. Da muss ich sicher gewarten. Soll die einfach aufs Spiel spielen dann? Ich bin nicht TO, aber ich würde sagen, ja. Wir müssen schon so spät starten jetzt. Und dann, Kevin, you can play offscreen. Weil das ist ja für die beiden auch nochmal scheiße. So, deswegen, also das ist ja, es geht ja nicht nur um dich, Gott. Ja, nee, ich weiß. Oh. Ich weiß übrigens nicht, ob ich das hier für eine gute Wahl halte, den Counterpick. Oh, what? Durch die Platte. Oh ja, und dann geht er mit dem Schild drauf. Oh shit, Nana! Oh, die slippery motherfuckery. Oh shit. Ja, das ist halt das Problem. Er hätte zweimal Nana killen können schon, jetzt hat er es nicht gemacht. Und da und so rächt es sich dann. Dann kriegt er nämlich die Hand aufs Bein in seinen Schädel. Und da haben wir das Problem. Das ist das Problem in Deutschland. Ja, das ist die große Problematik. Ja, und dann haben wir den ersten Stock. Das war erst der erste? Okay. Oh, und da ist Nana jetzt endlich tot? Ja, okay. Und jetzt ist Popo doppelt so schnell, aber ist ja nicht so schlimm. Solange Crouch Cancel Down Tilt im Spiel ist, kann Popo so schnell sein, wie er will. Er muss dann einfach grabben, I guess. Oh. Es ist wirklich verrückt, wie Nikki manchmal einfach so. Also du denkst so, Paul macht so safe and pressure und hat Nikki nochmal so eine ganz kleine, so eine Ecke von der Hitbox noch parat. Das ist wirklich krass. Das ist beeindruckendes Ice Climbers Play, was wir sehen, ja. Und dann schön den Jab in Grab und das. Oh mein ist Gott, der neue. Shit. Oh ja, Danny P6, geil. Wolltest du die schummelt? Ich schummel jetzt. Heide das sagt, hätte ich sagen müssen. Ich habe nie gesagt, dass ich schummel. Heide sagt, ich schummel. Aber warum? Weil du im Losers bist. Ich habe buchstäblich verloren. Wie kann ich verlieren, wenn ich schummel? Wie kann ich schummeln, wenn ich verliere? Ja, Maxi ist auch aus dem Turnier und hat eine Box. Stimmt. Er hat das Mogelmodul. Jo, oh mein Gott. Was? Paul ist guter Dinge, wir haben ihn lachen sehen. Er findet es auch lustig, was hier passiert. Ja, Nikis Ice Climber ist wirklich eine Sight to behold. Heide, ich hoffe, du trinkst gerade irgendwie einen richtig guten Wein oder sowas. Paul setzt alles dagegen, was er hat, aber... Oh, nein. Oh! Oh Gott. Oh, ärgerlich, ja. Das ist Game 2. Das Ergebnis dieses Games war sehr viel deutlicher, als das Game als solches aussah, aber ich glaube, das ist auch irgendwie die Natur des Matchups, dass die Ice Climbers nie so super dominant aussehen irgendwie. Wow. Aber ihr Punish-Game ist halt sehr, sehr brutal. Also auch mit Handoff noch nach wie vor sehr, sehr fies, sodass du so Touch-of-Death-Kombos halt viel mehr siehst von Ice Climbers als von den meisten anderen Charakteren. Sagen wir als von allen anderen Charakteren, wenn wir uns mal nichts vormachen. Ja. Oh shit, was? Nana macht richtig Balletsch, Alter. Schöner Shine-Grab, ja. Forward Air und Pauli killt schon wieder nicht Nana. Es könnte ihm wieder zum Verhängnis werden. Das muss er echt mal machen hier. Oh, so ein zwischendurch mal ein S-Flash reindrücken reicht ja auch schon eigentlich. Aber diesmal hat es sich ausgezahlt. Er konnte Popo killen. Ja, so eine F-Smash kann Nana halt gut und gerne mal schnell killen. Oh, oh shit, da wollte es der Kante fast von, aber Niki wusste. Okay.
die Up-Airs. Und dann geht er, er geht für die Nair. Ich dachte, er will für eine Down-Air gehen, um Popo zu kriegen, aber... Die Empty Hop Down-Smash oder F-Smash, die machen sich gerade gut hier. Aha. Viele so kleine Tiny-Mix-Ups. Oh, die F-Smash müsste es dann auch schon sein. Nein, das Snap vielleicht noch ganz knapp. Paula auch ganz knapp. Oh, was für ein Teleport-Grab. Ich hasse, wie man mit Icy so Tech-Chasen kann auf die Sachen. Der Charakter, der so To-Death-Grab-Kombos hat, sollte doch nicht Tech-Chasen dürfen. Oh, Dash Attack, das war ein Miss-Input von Niki. Ich glaube, er wollte für einen F-Tilt gehen. Und das ist aber schon wieder der Stock. Ja, Niki rutscht dann ein bisschen rum, wischt den Boden einfach und Paula catcht die Strays. Das ist ein legiter Tech-Chase, ne? Ich glaube ja. Oh, das ist das Game, dang. Niki ist sehr dominant im Game, in Game 3 auf jeden Fall. Werden die anderen mal nicht spielen, was das sah fies aus. Das haben sie schon angefangen vor so 2 Minuten. Da hätte ja keiner ahnen können, dass Niki auf einmal so durchdreht. Man denkt ja immer, Niki, ja, der ist ganz okay. Aber der war ja lange nirgendwo, denkt man ja immer. Und dann gucken wir an. Dann ist er noch ganz gut eigentlich. Wann war letztes Mal beim großen Turnier dabei? Bei irgendeinem HTS. Du wartest auf Konsti. Third Buff Target. Und Niki, du wartest auf die anderen plus Konsti. Plus Paula. Du wartest auf Grants, genau. Du hast ein bisschen eine Auszeit gönnen mal. Ja. Vielleicht mal ein Eis essen. Willst du noch Eis leben, die offen haben? Aus dem Turnier drum kannst du auch. Mach das lieber nicht. Gibt doch sehr vielleicht was für die anderen im Turnier. Kleines unerwartetes Mixer, weißt du? Oh! Bold Move, Gott! Kennt ihr den Film Dodgeball Fall auf die Nüsse? Was? Kennt ihr den Film Dodgeball Fall auf die Nüsse mit Vince Vaughn und Ben Stiller? Da geht's, die machen, also im Prinzip ist das Setup jetzt mal egal, aber es geht um ein Dodgeball-Turnier. Und das ist das Finale und die eine Mannschaft taucht halt nicht auf und dann sind so die Moderatoren und dann so, gewagte Strategie, Cotton, ich frag mich, wie sie so gewinnen wollen. Das ist, was mit Dicky passiert, wenn er das Turnier Das ist in der Tat eine gewagte. Aber Niki droppt nur beim ersten Set raus. Beim zweiten macht er wieder mit. Willst du ein bisschen spielen, Konsti, so lange? Ja, das kann man nicht so hinlegen. Ja, genau, das darfst du Thank you.
Yeah.
Okay. Hallo, Leute. Hier ist es auch dann, nein? Ich spiele 2-0, drittes Game. Ich reste auf der Tech-Form, während der Tech-Form-Pass hat. Es trifft einfach nicht, obwohl ich in den Bild. Safe, obwohl ich sie existieren, wenn ich von Mama wieder. Ich muss das Replay sehen von der Switch. Ich warte. Von der Switch? Ja. Okay. Check. Ich wollte spielen. Okay.
möchtest du kommentieren? Schöner Grab. Und das ist das Stock und 1-0 für Jan. Dang! Das wäre nicht das erste Mal, wenn Jan gewinnen würde. Er hat schon einmal gegen Konsti gewonnen. In einem Grand Final, glaube ich, erstes Set. Ich glaube, er hat mal Grand Final resettet oder sowas. Oder es war ein Winners Final, bin ich sicher. Aber das, auf jeden Fall. Das erste Mal. Oh mein Gott! Triple Nina, klar! Aber Jan wäre nicht Jan, wenn er nicht auch ein Zero to Death in sich hätte. Nur Konsti ist sehr slippery. Es ist schwer da ranzukommen an den Boy auf jeden Fall. Egal wie weit deine Back er geht. Er weaved da rum. Oh shit, das hätte Rest sein. Ja. Aber ja, es ist natürlich schwierig für diese Reaction Tech Chase Rest zu gehen. Vor allem bei dem Prozent hätte schon fast killen können, ja, bei Yoshis. Ja. Ja, und jetzt Konsti schon zwei Stocks vorne. Man barely got punched. Ja, da gibt es natürlich keinen Reaction Pack Chase bei den Prozenten. Konsti landet da einfach ganz gemütlich oben auf der Top-Plattform. Aber Jan hat auf jeden Fall, ich habe den Reaction Pack Chase Rest machen sehen. Also vielleicht ist er Teil der New Wave, der weiß es schon. Drill kombot immer bei Puff, in alles. Sehr praktisch, man hat immer eine Option aus dem Drill. Ist wirklich Jan underutilized Drill auch sehr. Aber ich finde insane, wie stark off-medic geworden ist, also wie viele sich gegenseitig besiegen können, auch im Professionellen. So Matchups meinst du? Nee, auch Spieler generell. So, ja. Wann warst du das letzte Mal 7. Platz? Oh, ja, bei den Playoffs glaube ich, oder? Oder war das? Nee, es war 5. Ja. Ja, stimmt. Ja, ich habe gegen Jan und Marius Game 5 verloren. Die beiden haben heute einfach die unfassbaren Klatschgene bewiesen. Mal sehen, ob Jan das jetzt gegen Konsti auch beweisen kann. Aber ja, auf jeden Fall heftig. Heute einige Upsets auch. Ja, das wird getaggt, selbstverständlich. Aber da kommt man natürlich auch raus. Aber ja, das müsste es sein. Okay, und oh, dann, fast kam auch ran. Fast kam noch Randall. Jan hat nochmal gezeigt, guck mal, hier hättest du landen müssen. Guck mal, Kollege. Oh, ja, nee, er wollte das. Ist, er hat halt nicht die Reaction gehabt, ne? Er hat nur den Tech-Chase, also er wollte den Read-Tech-Chase machen. Oh, das hätte er sein können, weil er nicht getaggt hat. Da kann man dann einfach nochmal schnell jumpen und dann reinresten, aber ja. Ist nicht super leicht. Das ist nicht richtig schwer, aber es, also man muss sich auf jeden Fall dann gewöhnen, das zu machen. Oh, ja, Konsti geht für die Kante. Oh, das war gefährlich, aber er kommt weit genug. Ah, Jan aber immer noch am Drücker und das... Oh, das geht nicht gegen Puff. Der Storm kostet Konsti den vorletzten Stop und jetzt, bam, getroffen, jetzt ist das Battle wieder offen. Oh, und das könnte das nie sein, nee. Aber, oh wow, hinter ihm die Eid. Oh mein Gott. Oh, ja, und dann wollte er den Pound machen und das Raw Knee kommt einfach rein gescheppert. Immer schwierig, in so einer Situation zu sein, klar. Er lag sehr weit hinten, 3 Stocks zu 1, hat das Comeback fast noch gemacht, weil Konsti sich einmal ein bisschen zu sehr gefühlt hat, aber damit ist die wirklich mit Abstand beste Stage von Falcon aus dem Spiel. Aber man muss auch sagen, die Stage hier ist auch nicht so schlecht für Falcon. So, ne? Also viel Space. Ja, dieses ganze Rumgerenne, was Konsti, oh mein Gott, was Konsti so gut gemacht hat, er ist mitten in der Achterbahn, Dicker. Was, der Karussell? Ja, Mann. Jan geht nicht für diese Rests. Er macht die Setups und geht dann nicht für sie. Oh! Ja, und das ist nicht das Ding. Puff ist ja natürlich sehr, sehr lightweight. Und auch wenn das hier mit Abstand seine besten Stage ist, in dem Matchup, naja, Falcons Knee tötet halt auch gerne mal unter 100. Er wollte, glaube ich, eine Up-Air machen und hat den Sprung nicht geinputt bekommen. Hat, glaube ich, den Sprungknopf vielleicht zu lange gedrückt gehalten und war dann in diesem Smashen. Ist das der Stock schon wieder? Nein, okay, Jan lebt noch. Aber Konsti fährt hier auf jeden Fall, wie gesagt, mit ihm gut das Riesenrad ab. Schwierig für Jan reinzukommen. Klar, bei der riesigen Stage, Falcon hat alles, alle Zeit der Welt, überall hin zu dashen und wieder weg zu dashen, rein und raus zu weaven und puff. Don't get me wrong, ist gut darin, das zu machen, aber sehr viel langsamer als Falcon, auch in der Luft. Welche Stage wäre denn besser? Also das Ding ist, Konsti liebt halt Battlefield, aber ich würde sagen Stadium. Fountain. Ja.
Also Konzi liebt Battlefield. Battlefield natürlich auch eine gute Stage für Puff. Aber Fountain ist, glaube ich, hier die Wahl, die hätte getroffen werden können. Ordentlich. Weil da dieses ganze Movement, was Konzi hat, wo er halt, also im Neutral, ne? Er gewinnt halt immer wieder Neutral und immer wieder Stray Hits. Und irgendwann killt so eine Stray ab er halt. Das passiert auf Fountain nicht so sehr, weil er halt sehr viel mehr in Bedrängnis geraten kann. Er hat Puff natürlich das Problem, nicht hochzukommen auf die Top-Plattform, aber das ist ja hier genau das gleiche Problem, nur schlimmer. Ja, geht für die Backer, aber Konzi ist gelandet. Dann kriegt er die Backer nicht wegen dem Fastfall, aber weiterhin Edgeguard-Situation hier. Oh, das war knapp. Oh, und dann taggt er das selbstverständlich an. Ja, verscheppert das Edgeguard zweimal in Folge, das kannst du Konzi natürlich nicht geben. Mal gucken, ob er jetzt noch was da rausholen kann oder ob Jan den Kill dann am Ende des Tages noch kriegt. Oh, da wollte er für eine Nair gehen, ja, aber Konzi hat seinen Rejump. Und ja, der ist ja immer wieder zu slippery für Jan. Jan ist, hat ein bisschen... Oh, und wow! Da ist schöne Drift-Away-Bear. Ja, 160, ja Falcon stirbt wirklich spät. Also auf der Stage ist es halt nochmal amplified, weil er stirbt sehr schwer nach oben und Jan kriegt die Edgeguards nicht hin. Oder halt die Rest. Ja. Klar, ich meine, die Rests eh, aber ich finde es auch wirklich schwer, gegen Falcon einen Rest zu treffen. Er ist halt aber wichtig auf der Stage. Ja. Voll. Vor allem bei Low Percent kann man halt nicht durch Falcon Punch getötet werden. Fair. Aber Down Throw Knee ist halt immer, also das ist natürlich ein Execution-Test, aber... Naja, bei Conceal ist halt auch... aber Low Percent hat Jan lange nicht gehabt, muss man auch sagen. Es sind halt nicht die ganz großen Kombos, wie wir auf Yoshis gesehen haben, die Conceal da auf Lager hat gegen ihn, aber... Wie immer gesagt, diese Abwehr. Genau, immer diese Abwehr. Und sie kommt überall und sie kommt immer durch. So, und Jan, ja, probiert ein bisschen um die Kante rumzuspielen, aber oh, okay, Konzi lässt sich davon fangen. Und aber, da kommen wieder die Abwehr. Ja, die Anti-Edgeguard-Abwehr hier. Und Konzi optet für die Top-Plattform. Weise Wahl. Denn da hat Jan wirklich die größten Schwierigkeiten und hinzukommen mit Puff. Und wieder die Abwehr, genau. 150 hier für Puff. Noch zwei, drei Abwehr. Und da ist eine hat gereicht. Je nachdem, welches. Ja, er hat mit seinem Schritt getroffen diesmal. Das ist natürlich eine starke Hitbox. Falcon hat im Schritt Eisen. Er hat eisenverstärkter Schritt. Er ist Footballspieler und hat deswegen so ein Suspensorium aus purem Eisen. Oh! Wollte ihn offstage carryen, aber kriegt ihn irgendwie die Backhand nicht. Also, es war ganz merkwürdig. Er war mittendrin. Er war zu tief drin, glaube ich. Too deep in the sauce. Immer wieder diese Nairs, die Konzi ein bisschen beim Rumweaven erwischen, das ist gut, weil die Hitbox bleibt lange draußen und ist so um Puff herum. Das heißt, wenn Konzi probiert reinzukommen und dann von der Nair getroffen, dann kriegt Jan vielleicht ein Setup für irgendwas, aber manchmal eben auch nicht. Und da Konzi mit seinem Lieblings, mit seinem Tried and True, die Down B von der Ledge. Und das Knee, raw. War das gerade so ein krasses SDI? Ja, es sah krass aus. Da geht Jan, anstatt für die F-Smash, geht er für den F-Throw. Ich weiß nicht, ob das helfen würde. Und ja, es hilft. So. Konzi wollte, glaube ich, ein bisschen Drift-Mix-Up machen, weil er hätte auf jeden Fall auf die Stage kommen können. Aber er kann jetzt halt auch nicht resten, ne? Weil ja, außer nie tötet. Kriegt Star-KO, Alter. Ja, gut, aber auf der Stage gegen Falcon. 2-1 für Dreamland. Wollen wir mal sehen, ob es auf Fountain geht oder ob es auf Dreamland weitergeht. Und es geht auf Fountain. Es geht auf Fountain? Ja, okay, alles klar, let's go. Mal gucken, ob Jan hier eine größere Chance und hat. Und da kam direkt die Storm. Ja, traditionell ein sehr schwieriges Stage für Falcon, aber ich kann euch sagen, Konzi knows his way around the platform. So viel steht fest. Und du stirbst hier als Puff natürlich noch schneller, weil es geht zur Seite schon. Oh, Reaction Tech Chase. Ah, und dann geht er für die Get-Up-Attack. Wenn Domme hier wäre, würde er sagen, das ist natürlich auch der beste Move im Spiel. Was willst du da auch noch groß machen? Domme ist ein großer Freund der Get-Up-Attack. Und hat Konzi auch den Arsch gerettet vor dem Reaction Tech Chase Rest, den Jan sicherlich probiert hat zu machen. Oder irgendeine Art Reaction Tech Chase zumindest. By the way, Domme streamt, glaube ich, gerade. Domme streamt Dark Souls gerade, habe ich die Benachrichtigung bekommen, ja. Ja, ich auch. Okay. Und Jan wollte es Crouch canceln, aber ja, mit Puff kannst du nicht lange Crouch canceln, so wie steht fest. Vor allem nicht so ein Feuer-Move. F-Throw. Und Jan geht nicht für die Kante, sondern geht fürs Edgeguard, aber Konzi hat die Tags. Jetzt hat er das Edgeguard aber bekommen. Okay. Und das ist totgleich. Wenn Jan sich hier richtig anstellt, ich finde, wie er den Stock dann weitergespielt hat, nachdem er gekillt wurde, war sehr, sehr gut. Oh, der Ducker! Wie er den Stock weitergespielt hat, nachdem er gekillt hat, war sehr gut. Vielleicht hat er ein bisschen seinen Weg in das Match reingefunden und vielleicht sehen wir ja eine Game 5-Situation. Kann sein. Aber dann geht's auf Stadium und Stadium ist natürlich auch wirklich nicht schlecht für Falcon.
Oh, Reaction Tag Chase? Ja, und der ist wieder ein bisschen zu spät. Oh, ich hab dachte, kommt. Und schon wieder hat er es nicht hinbekommen. Es ist sehr ärgerlich. Oh. Der Falcon Punch müsste es dann am Ende des Tages sein. Kann man ihn eigentlich Amstrad hacken? Weil das wäre halt dann, also wenn man den Amstrad hacken könnte, wäre das ein sehr dummer Move für Falcon, einfach den zu machen, weil dann kannst du ja sofort darauf reagieren. Ja, ich weiß nicht, ich finde Amstrad-Tags eigentlich immer, also meistens relativ gleich schwer, weil der Input ja immer der gleiche bleibt. Ich habe da, also wenn ich das in Angle Punch übe, dann ist es eigentlich egal, auf welcher Plattform und wie nah man am Rand ist. Aber das Wichtige bei den Sachen ist ja, also vor allem bei Amstrad-Tag ist ja dafür ready zu sein, weil du musst ja den Input machen, bevor es passiert. Und halt, ob die Plattform nach unten geht oder nicht. Ja, ja, wenn sie nach unten geht, ist natürlich scheiße. Oh, Konsti, ohne Sprung erwischt hier. Aber nee, er ist noch mit dem Sprung in die Ledge gekommen. Ich dachte, er hat den nicht mehr, aber... Oh, Up Smash! Raw Up Smash out of Shield. Killt natürlich nicht, Falcon ist ein Faddy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Jan hier wirklich on his last legs. Also das ist ein Match, was Konsti so von Anfang an dominiert hat. Gut, starke Phase von Jan zwischendurch, aber Konsti... Halt, ja, das Game war halt auch knapp. Das Game war ein Two-Stop, ne? Ich glaube, ja. Aber das heißt ja nichts. Das ist ja, wir spielen ja best of five. Das ist halt immer erstes Game. Ja, genau. Ein bisschen shaky erstmal, man muss natürlich noch aufwärmen wieder. Ah, aber Jan lässt sich auf jeden Fall nicht mehr von den Grabs erwischen. Oh, okay, jetzt hat er ihm nochmal das Leben geschenkt. Ja, es war unnötig. Er hätte vielleicht nochmal dingsen können. Ich hatte so Schiss um Jan vor der Abwehr. Und da kommt eine Abwehr-Reversal, wie bei unserem Boy Gnanodorf. Oh. Ja, und da kommt eine Abwehr und das könnte das Dog sein. Nein, Jan, mit hervorragender DI. In die obere linke Ecke DI. Kann Falcon Punch bis 44% antworten. Ah, okay, bis 44%. Nice. Und das ist die Abwehr, die ihn den Stock kostet, zur Seite raus. Tournament Stock für Jan, ja. Außer hier passiert nochmal was ganz Großartiges. Und Jan kriegt vielleicht mal so einen Rest oder sowas. Aber ja, er hat schon zwei probiert, beide Male gescheitert. Und das ist natürlich viel Damage, den er dann kriegt. Die tiefen Plattformen sind auch so gefährlich. Ja, und Jan wollte für den Tech-Chat, also wollte sich sozusagen auf den Tech-Chats vorbereiten. Oh, keine Get-Up-Attack von Konsti. Jan hätte da tatsächlich was machen können, aber hat wahrscheinlich selber mit der Get-Up-Attack gerechnet und ist deswegen aufgesprungen. Oh! Mann, es gibt so viele Momente, wo man denkt so, oh, jetzt könnte... Und dann passiert es nicht. Das ist ein bisschen so ein unbefriedigendes Match gerade. Da hätten die ruhig mal an uns denken können. Oh, und da kommt die... Oh, Jan mit dem Wave-Dash out of Shield als Punish nicht so gut gegen die Get-Up-Attack. Das könnte nie sein. Oh, der geht für das nie, aber er kriegt es nicht. Jan ist in der Luft und Konsti ohne Jump. Und die Schädelwumme. Okay, letzter Stock jetzt auch in diesem Match für Konsti. Kann Jan es nochmal zurückholen? Oder nicht? Oh, das ist das nie. Und er kriegt es nicht. Er hat den Shield so weit dahin geengelt, dass der Sack von Falcon ihn getroffen hat bei der Nair. Ist eigentlich da jetzt ein Bewegungssensor drin? Weiß ich nicht. Und das ist das... Oh, das ist ein Storm, der geht nicht fürs Knee, the fuck! Aber hier, ich sehe eine Back-Air kommen oder eine Up-Air. Er macht sich ready, ihn zu wallen. Und das ist das Knee und das ist das Set. Konsti holt sich 3-1 von Jan. Oh ja, und Konstis C-Stick-Probleme, das war die Down-Air, mit der, wo er eigentlich nie hätte treffen können. Und jetzt sind wir Runback zwischen Konsti und Geldmann. Geldmann Paule hat ihn in Winner Semis in Game 5 geschlagen. Vierter geworden, das ist krass. Er hat mir zu viel erlaubt. Okay. Okay, Geldmann gegen Konsti, der Runback. Amazing Stamina from the Captain. Jetzt geht sofort rein. Und ich wäre gerne weitergekommen. Das sind Hankhafer-Mühlen. Aber Amazing Stamina von Captain Falcon, ja. Sagen wir mal, hier im Winner Semis war es mir relativ egal, dass gegen Nicky verloren. Ja. War wirklich. Oh ja, mein Gott, jetzt kommt die Combo. Oh, und Paul, ja, er landet weise. Er macht weiter dort, wo beim Winner's Side aufgehört hat. Ja, aber das war natürlich ein Stop, den er so nicht hätte verlieren wollen. In der Tech Trap gefangen. Oh. Konsti geht nicht für die Get-Up-Attack, aber Paul wär nicht da gewesen zu punishen. Oh, Paul-Kombo! Oh, Paul-Kombo! Hannover, where you at? Oh, die sind sogar hier. Oh, mein Gott! Aber Konsti macht zurück auf die Stage. Paul, ehrenhaft wie er ist, hat er 2 Down-Smashes in völlig falschem Timing probiert. Aber klar, wir schwitzen hier alle wie die geölten Affen. Es ist schwer, so ein Set die ganze Zeit on point zu spielen. Und da kann einem sowas schon mal durchrutschen. Genau wie Konsti das mit dem fast SD durchgerutscht ist. Auf jeder anderen Stage wäre er komplett gefickt gewesen. Weil er dann seine Abi viel früher gemacht hätte und die erste Down Smash getroffen hätte. So spielt das Leben manchmal.
Oh, geht für die Down Air. Kriegt den Tech Chase aber nicht. Konsti rollt weg und springt hoch. Tech Chase auf die Plattform, ja, aber Konsti mit Tech and Place natürlich schwer. Er ist schnell im Schild. Oh mein Gott! Was war das denn für ein Abfangjäger, Dicker? NORAD in the house? Der Abfangjäger. Aber wirklich, oder? Oh, die Abwehr könnte es schon sein. Falcon ist ja sehr, sehr schnell, sehr weit offstage und kann nicht so super gut zurückkommen. Die Abwehr ist so schnell. Ja, auf jeden Fall. Oh, wow, what the fuck? War das ECB-Dings? ECB-Minute? Oh, shit, ja, Paul threatened auf jeden Fall. What the fuck? Wow. Die erste Mesh hat das Exzent. Ja, da haben die Melee-Götter ein bisschen nachgeholfen für Paul gerade. Keine Frage. Konzi, ja, er spielt um die Top-Plattform herum. Das ist natürlich ein Ort, den Falco sehr leicht reached. Aber Falcon von da oben natürlich kriegt er nice Setups mit so einem Storm vielleicht oder sowas. Jetzt gucken wir mal. Oh, er geht für den Read in die Center-Stage. Aber Paul kennt Konzi natürlich auch. Oh, die Decke. Ich glaube, eine Down-Air wäre richtig gut gewesen, weil die gekillt hätte. Das aber war's auch. Ah, nee, das war's nicht. Doch. Jetzt ist das, okay. Aber man muss es erstmal machen, ja? So ein Execution-Test. Konzi hat ja einen sehr guten Drift, sehr gute Recoveries mit seinem Drift. Oh shit! Einfach die roheste. Einfach Double Jump Mind Game. Der absolute Klassiker. Konzi ist natürlich sehr gut darin. Oh mein Gott. Er hat nämlich von dem Double Jump Mind Game Meister Dusan gelernt. Aber insane, wie totgleich es ist nach dem ersten Stock. Voll. Oh, das nie! Das hätte das Match sein können. Machen wir uns mal gar nichts vor. Paul war in seinem Rejump. Aber jetzt kommt die Paul. Oh, der geht für einen Uphill, weil er dachte, Konzi driftet rein. Gewagt auf jeden Fall. Oh no, Konzi! Nein! Nicht so enden. Okay, Paul extended mit dem Schein. Er wusste nicht so ganz, wohin mit sich. Die Laser waren sehr ill-advised, aber Konzi geht für einen Gentleman, für einen Extended Gentleman. Oh, das könnte es sein. Ja, Storm und... Das ist Konzi, aber er kriegt trotzdem die Abwehr durch die Plattform und Paul verliert das erste Game. Sehr, sehr knapp, er hatte mehrere Chancen zu holen und hat sich dann halt nicht daran gehalten, dass man das Match gewinnt, indem man die alle vier Stocks zieht. Sondern hat gedacht, vielleicht mache ich noch einen coolen Scheiß zwischendurch, vielleicht mache ich nochmal so einen Schein hier. Er war vielleicht ein bisschen überfragt von der einen Recovery von Konzi, wo er ihn easy hätte killen können. Also, ich sag easy, aber er hat es halt nicht geschafft, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Oh, zwischen die Scheins gegrabt. Konzi mit immaculate Shield Grab Timing. Aber ja, wir befinden uns auf Yoshis und das ist natürlich eine Stage. Oh, der Falco sehr, sehr gerne sich befindet, viel Druck machen kann. Durch die Plattformen sind sehr niedrig, das heißt, Falcon kann nicht so gut fliehen, wie er das auf Battlefield noch konnte. Aber ja, natürlich stirbt Falco hier nochmal schneller als auf Battlefield, weil man eben auch zur Seite raussterben kann hier von dem Neon, und zwar sehr, sehr früh. Wie gesehen im ersten Stock. Er wollte für die Down-Air-Extension gehen, aber Konzi war ein bisschen zu weit weg. Und das ist der nächste Stock. Das ist unglaublich. Ich sag's dir, Dicker. Ich sag dir, ich weiß nicht, ob das die beste Wahl ist, aber es ist wahrscheinlich schon die beste Wahl. Bei Fountain vielleicht, weiß ich nicht. Oh mein Gott. Er will einfach nicht die Paul-Kombo machen. Er sagt, nee, ich bin das Paul. Das ist die Paul-Kombo. Ich mach die Paul-Kombo. So. Auch die einzige Stage, auf der das möglich ist und killen kann. Oh. Ja, wartet geweise ab, was Konzi da zu tun hat. Und wartet auch die Getup-Attack ab, den besten Move im Spiel. Shoutout an Domme. Schöner. Oh, dann kriegt... Ah, und dann wartet er die Getup-Attack diesmal nicht ab. Und diesmal aber wieder schon. Es ist ein Battle of Getup-Attacks hier. Okay. Ah, Paul geht mit der Nair in place. Dann Konzi macht den Walljump, aber der Paul ist ready dafür. Und wieder tot gleich fast. Mhm. Nachdem Konzi die ersten beiden Stocks sehr, sehr schnell, sehr raw gezogen hat, hat Paul sich gut zurück in das Game gekämpft. Geht für den Schubsi-Schein, für den Fall, dass Konzi shielden wollte. Und das könnte auf jeden Fall ein gutes Opening sein, aber Konzi, deutscher S2J, natürlich Edge-Cancelt eher die Up-B. Oh, kein Sprung. Doch, hat er. Okay. Das ist dann aber wieder der Stock mit der Ganondorf-Up-Air. Ja, und Konzi, das ganze Game im Driver-Seat gewesen. Oh, Konzi hat keinen Sprung. Aber jetzt hat er ihn wieder. Okay, und Paul geht für die Back-Air. Bisschen unnötig, aber also das kann dann halt auch mal schief gehen. Schöner Scheinstall von Paul. Einfach dem Edgeguard von Konzi überhaupt nichts, überhaupt keinen Raum gegeben. Oh, und dann vergisst er, wie man springt und wird eingestaubt. 2-0 für Konzi. Holt er sich das cleane Comeback. Und gibt Konzi seinen Shot at Nicky. Nach dem sehr knappen 3-2 für Geldmann. Ja. Das passiert oft, ne? Ja. Auch so bei Grand Final Resets. Man gewinnt so ganz knapp Game 5 und dann wird man einfach gefickt. Oh mein Gott! Das ist das erste. Die erste Interaktion zwischen den beiden. Direkt ein Stock für Konsti. Unfassbar. Ja. Konsti hat hier irgendwie
mehr Biss. Er ist mehr ein Killer als im Winner Set noch. Ne? Also die Stocks gehen wirklich relativ früh auch flöten für Paule. Während Paule sich hier richtig einen abrackert und oh Gott, und die Doppel ab, aber es klappt nicht. Aber ich dachte, da kam die. Ja, und Paule lässt sich zu oft Shield grabben mit dem sehr frühen Down Airs. Das hat Konzi inzwischen auch verstanden. Oh oh. Das könnte der Stock sein. Nee, ja, ja, Konzi nicht ready fürs Edgeguard hier. Ist auch schwierig in der Situation, sich richtig zu entscheiden. Er wollte für den alten Franz gehen, okay. Er denkt, wir spielen hier Smash 64. Kann man seine Recovery vielleicht noch ein bisschen extenden, aber das klappt bestenfalls auf Dreamland 64. Wie der Name auch schon vermuten lässt. Aha, aha, ja, Uptilt. Oh, 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 oh. Und Paulo findet ein gesundes Opening, aber wird dann von einem Knee intercepted. Oh, da hätte eine Abwehr von Konzi durchaus kommen können, aber oh shit, den versehentlich ein Edge-Cancel. Tomahawk, na klar. Und dann kriegt er das Knee als Plattform-Tech-Chase. Und Paula auf seinem Tournament-Stock, ja. ja, sehr unrühmlich sieht es bis jetzt aus. Paula hat sich in dem letzten Game wirklich, wirklich ganz schön abholen lassen, muss man sagen, im Vergleich zu den anderen beiden. Und auch im Vergleich zum Winner-Set. Aber er hat noch eine Chance. Er hat noch eine Chance, zurück in das Game zu finden. Finde, Konzi sich vielleicht, fühlt sich Konzi vielleicht zu sicher. Aber dann, Falki kann auch wirklich gut reintraden, ne? Kann man auch nicht vergessen. Und das müsste nochmal ein Storm sein. Er kriegt das Tech-Chase nicht. Okay, aber der Schuhanzieher von Falcon. Und ja, das ist es. 3-0. Also im dritten Game hat Konzi wirklich ganz schön den Tisch abgeräumt und hat gesagt, mein Freund, wir schließen. Wir schließen in Kürze, bitte zahlen Sie. Jetzt kommt Grand Final. Jetzt kommt Grand Final. Niki gegen Konsti. Konstis erstes Set gegen Niki heute. Und ich bin mal gespannt, was Niki für ein Charakter spielen wird. Vielleicht findet er die Ice Climber. Ja, das ist ja ein Matchup, was Konsti ganz gut kann. Wissen wir ja seit vielen Jahren. Konsti kann man fast schon als Matchup-Experte bezeichnen. Aber Konsti muss erstmal hier weg. Der muss hier erstmal ganz schnell muss der hier weg. Ja, Konzi hat sich einen Schluck Wasser geholt. Er weiß, es könnte länger dauern, es könnte ein Bracket Reset werden. Und so wie ich die beiden kenne, wenn es ein Bracket Reset wird, dann wird es wahrscheinlich eher so Richtung Game 5 gehen und nicht so ein lockeres 3-0 von Konzi werden. Niki hat aber eine ganz schöne Streak. Seit Paul, also King, das letzte Mal in Berlin war, was ja auch schon einige Monate her ist, hat Niki kein einziges Set verloren, weder online noch offline. Und da hat er, glaube ich, 4 von den Games mit Eisnern gespielt. Genau, genau, genau. Und dann hat, glaube ich, im Bracket Reset dann seinen Survival Instinct gekickt und er hat den Fox gepolt. Ja, und hat einfach zerstört. Ja. Na, dann gucken wir mal, wie die beiden sich gegeneinander schlagen werden. Okay, wir gehen hier auf eine sehr ungewöhnliche Stage für ein erstes Match. Also, da würde ich als keiner von den beiden, würde ich hierher wollen. Ja, deswegen haben die das gepickt. Ja, genau. Ja, der will das bestimmt auch nicht. Oh, Konzi kommt, ja. Der Matchup-Experte, den wir ihm angedichtet haben hier, weil er sehr viele erfolgreiche Games schon gegen Ice Climbers gespielt hat. Ja, natürlich ist er sicher vor Nana. Und Nana lässt sich aber nicht abholen mit dem Up-Tilt, verhindert sie das nie. Und das ist der Grab, der den Stock bedeuten könnte. Oh nein, Konzi hat ganz wenig Prozente. Ganz wenig ist es jetzt auch nicht, ne? Aber ja, das ist dann ein Grab. Und dann gehen wir für einen Tech Chase und er geht nach hinten. Ja, ein Handover und er geht nach hinten und dann... Geht er für eine Up-Smash? Ich weiß nicht, ob Niki sich da verdrückt hat, aber den ersten Stock zieht er so oder so. Auch gute Information von Sabaka. Niki muss noch 2 Ranked-Set gewinnen, dann steht er 42-0. Ach so, 420. Dann wird geblazed. Das kann ich euch aber sagen. Ja. In Berlin nichts Unübliches. True, die haben vorhin hier geblazed wieder. In der Berliner Medi-Szene früher auch. Junge, Junge, Junge. Ja, ein paar von unseren Top-Blazern sind hier nicht mehr da. Beziehungsweise kommen nur noch ganz selten. Oh! Und er kriegt Nana, ja, Nana natürlich relativ durchschaubarer Gegner, aber Falcon kann die beiden... Ah, und das ist Nana, das ist Nana. Oder Niki holt sie zurück, Niki holt sie zurück. Die Back-Air reicht noch nicht. Doch, sie reicht, sie war im Tumble die ganze Zeit. Oh, was für eine Side-B von Konsti. Okay, ja, Konzi geht für einen Stomp in Center. Niki denkt, Konzi wird wahrscheinlich da die Plattform runtergehen. Beide schenken sich nicht viel und hauen sie ihre Hitboxen aneinander vorbei, aber Niki up air into back air und Konzi ohne Sprung und das könnte das Stock sein. Nein, Popo kommt nicht hoch genug. Das Down Throw Knee, gut gewartet von Konzi und reagiert auf die DI, sauber gemacht. Jetzt könnte eine Back Air aber schon den Stock bedeuten, kein Sprung mehr wieder. Jetzt hat er den Sprung wieder zurück.
macht den Walljump und da kriegt er doppelte F-Smash und stirbt nach oben raus. Ja, bei den Prozenten, da ist mit den Ice Climbers nicht zu scherzen. Diese Hämmer wiegen schwer. Ist das eigentlich ein Mod? Ein Mod, wo das ein Wishmob ist? Die Hammer? Weiß und dann mit nicht. Der Down-B. Habe ich noch nie gesehen. Down Smash. Habe ich noch nie gesehen. Wäre lustig, aber. Okay, Nana ist nicht ready, hier was entgegenzusetzen. Und Konsti sehr weise Popo weiter gepammelt, damit Nana nicht in die Versuchung gerät, gerettet werden zu können. Ab er und trifft das nie nicht. Niki hat so runter und weg die Eis, glaube ich. Das müsste das nie sein. Stomp nie! Der Konsti Spezial inzwischen, kann man fast sagen. Ja. Ich habe das vorhin gegen Marius machen sehen, sowas glaubt man gar nicht. Ja. Wie er groß geworden ist, mein Junge. Naja. Ja, und wie gesagt, es zeigt sich, also Niki hatte. Oh mein Gott. Niki hatte hier und da mal, ich denke auch wirklich größtenteils Matchup-bedingte Struggles und hat mal das eine oder andere Game 5 gegen Leute in Berlin gespielt, die halt ein gutes Matchup gegen Ice Climbers haben, was ja nicht wenige Charaktere sind. Und ja, hier sieht man auch wieder so ein Matchup-Experte wie Konsti, der kann dann schon mal einen Two-Stock raushauen im ersten Game. Die Frage ist, schafft Niki es, mit Ice Climbers zu prevailen? Oder switcht er? Oder wird er switchen? Ich meine, es sah gar nicht schlecht aus. Ich finde, es sah jetzt ein, also Two-Stock war auf jeden Fall ein bisschen brutaleres Ergebnis, als man vermuten könnte, wenn man das Match gesehen hat. Aber Konsti hat halt zum Schluss wirklich sehr, sehr tödlich, vor allem auf Nana, den Ausraster gehabt. Oh, Konsti geht nicht. Oh, schön. Tag and Plays Rolle, aber ja. Niki hat halt auch nicht so viele Grabs bekommen. Das stimmt. Auf FD hingegen kriegt man ja schnell mal einen Grab. Ja. Oh, aber Konsti kann sich befreien. Wobbling ist verboten. Es sieht manchmal so aus, weil Niki sehr viel pummelt, aber diese Pummels sind legal. Ich glaube, Slippy würde es unterbrechen, wenn es... Achso, wir haben gar keinen Slippy hier, stimmt. Ja, und dann killt er wieder nicht Nana, dann geht er wieder für Popo. Es ist doch zum Mäusemelken. Wir haben doch gerade gesehen, für wie viel Damage Nana verantwortlich ist. Und diese Back Air könnte es dann schon sein. Es wird geedged gerade auf jeden Fall. Konsti hat aber seinen Sprung wieder und geht für einen Air Dodge. Niki kann ihn aber punishen und geht für die Up Smash natürlich. Sogar Falcon kann von der Up Smash mal sterben. Ja, und die Tatsache, dass er Nana nicht gekillt hat, hat ihm genau diesen Stock gekostet. Weil es wäre nicht so passiert, wenn Nana am Leben tot gewesen wäre. Und das müsste es jetzt aber für Nana sein, wenn Niki nicht ganz spezifisch nochmal runtergeht und dann kann er Nana aber an. Er trifft den Stomp. Stomp eine falsche Idee. Er wollte wahrscheinlich eine Backer machen, aber er hat ja seine C-Stick-Probleme gerade. Und jetzt kann er Nana bitte mal killen, jawohl. Okay, dann gucken wir mal, ob Konsti sich hier dieses ersten Stock von Niki entledigen kann. Muss er gar nicht, Niki, mit einem seltenen Flop in der Recovery. Kennt man von ihm ja so nicht. Er ist ja doch ein sehr, sehr cleaner Spieler, aber manchmal kann es auch dem Besten passieren. Dass man so eine Recovery flappt. So. Okay, oh wow, die Ice Climbers slippen und sliden so weit weg. Okay, ja, dann gehen wir hier hin, ja. Man darf zwischen den Blizzards auch pummeln dann, ja? So ist es dann. Und das die F-Smash, das könnte das doch sein. Er hat nochmal eine Down-B, aber ich glaube, das wird ihm nicht viel helfen. Nope. Darum wichtig ist nur drei Pummels von Popo. Oder nee, von Nana. Ja. Irgendwie so war das, dass man das machen darf. Drei insgesamt oder resettet sich das, wenn man zwischendurch einen Move gemacht hat? Ich glaube insgesamt, dann machen wir das sicher. Okay. Oh, und das ist Nanas Stock. Okay, alles klar. Da verabschiedet sich Nana, Konsti aber immer noch. Liegt immer noch hinten. Oh, und die Down Smash könnte gefährlich werden. Oh, aber schöne Recovery von Konsti wieder. Niki ist nicht so richtig ready zu Edge Garden manchmal. Oh shit. Oh, aber Konsti auch nicht so wirklich. Schöne Abwehr von Konsti, so spät noch erwischt. Konsti hat den Sprung, geht für einen Näher. Das könnte es dann sein. Nein, Niki macht die Down-Smash nicht. Der slippt über die Kante. Oh, shit. Weise von Niki, den Rejump aufgehoben für diesen Moment. Das ist eine Dash-Attack into back, ja. Spannend, was hier so passiert. Aber das, ja, das ist ein gutes Setup für einen Kill. Ja, und FD, der beste Counterpick, den die Ice Climbers nun mal haben, in so gut wie allen Matchups. Ich würde sagen, außer in dem Peach-Matchup, arguably. Scheint sich für Niki... fair. Scheint sich hier gut auszuzahlen für Niki. Er liegt zwei Stocks zu einem vorne. Es ist wirklich rough, hier den Grabs zu entkommen, natürlich, weil es keine Plattform gibt, zu denen man entkommen könnte. Die Ice Climbers, die sind die schnellsten auf dem Boden. Mit ihrem Wave Dash rasten die so vollkommen aus, was das. Oh, Konsti will das Match gar nicht beenden. Okay, mit ihrem Wave Dash rasten die so vollkommen aus, was die Geschwindigkeit angeht. Schwer da noch hinterherzukommen. Jetzt ist es auch FD off the table. FD ist off the table, es ist wahr. Jetzt gehen wir wahrscheinlich auf Battlefield, okay. Ich wollte nicht Fountain sagen, ich wollte Stadium sagen. Ich habe das heute schon zweimal verwechselt.
Boah, ich vermisse das. Ich bin so froh, dass das Magic wieder da ist. Dann ist es immer so laut hier. Ja, und wird Konzi das Edgeguard noch in die Fresse gedrückt bekommen? Nein, wird er nicht. Das könnte Nanas Stock sein. Oh nein, Nana hat, ist komplett unbeeindruckt von diesem Knee gewesen. Sofort rausgebeamt haben, diese Backair kostet Konzi den ersten Stock in diesem dritten Game. Kaum Prozente auf Popo, etwas deceptive, weil er öfter Nana getroffen hat, aber es sieht wirklich gerade grim aus für unseren Boy im grünen Spandex. Okay, Nana ist tot. Sehr gute Wahl hier von Konzi, sich auch mal da um Nana zu kümmern, das Target zu switchen, ja. Er ist natürlich ein absoluter Doubles-Experte, er kennt sich aus mit Target-Switchen. Oh mein Gott, Konstantin. Ich schlage deine Fresse bis nach Afrika. Und ja, Konzi, guck mal, wie er von der Top-Plattform aus weiterkommt. Aber macht dann Air-Dodge auf den Boden. Leichte Beute für Niki hier. Und diese F-Tilts bedeuten den Tod auch für den zweiten Stock von Konsti. 0% auf Popo. 20er? Oh, und er kriegt den Rolle-Read nicht, also er kriegt den Grab nicht aus der gereadeten Rolle hier. Und das ist Nana offstage und sie kommt nicht mehr zurück. Könnte Konsti hier ausgleichen, wenn er sich diesen Popo sehr schnell entledigt, aber wie gesagt, gewinnt mal neutral gegen Niki. Es ist wirklich egal, welchen Charakter er spielt. Er better playert dich ganz gerne mal und genauso sieht es nämlich hier auch aus. Und Hauptsache, er hält dich weiter oben und das ist der Stock. Konsti hat überhaupt keine Lust zu bekommen. Ich glaube, Konsti hat gar keine Lust mehr zu spielen. Ich glaube, er möchte einfach nach Hause gehen gerade. Ja, reib's noch rein. Ja, guck mal, wie insane das ist. Ja, reib's noch rein. Ja. Jonas, Alter. Jonas sagt, ich wurde heute geupsettet von zwei Leuten. Und Jonas so, wo du die Payout siehst, hättest du bestimmt lieber besser gespielt. Ja, danke. Na, Marley, ich möchte dich, danke. Oh oh. Ist Paolo noch da? Weiß nicht. Jonas kümmert sich um TO-Stuff, während Konsti auch dieses dritte Game aus der Hand gibt. Oder auch nicht! Und Konsti geht jetzt nur noch raw mit den Knees auf dem Shield. Okay, ich weiß nicht, ob diese Aggression ihm groß helfen wird. Aber im Moment sieht es gut aus. Back Air sehr leicht erwischt und kriegt dann, kriegt nicht den Dash, den er wollte aus dem Down Throw, aber diese Back Air, ja, natürlich stark. Man kann mit Falcon sehr gut mit der Back Air die Gegner rauswallen, wenn sie recovern. Und die Ice Climbers haben natürlich eine winzige Hitbox, die hier auch dafür verantwortlich war, dass Niki es zurück auf die Stage geschafft hat. Die Ice Climbers, wollte ich sagen, haben natürlich eine winzige Hitbox in ihrer Recovery, aber sind schon mehr oder weniger eine Sitting Duck, wenn sie da auf Stage sind. Und Niki springt an der Kante vorbei, gebattlefieldet worden und Konsti nochmal neue, die müden Lebensgeister nochmal neu erweckt. Doppelte Back Air trifft nicht, trifft nur eine einfache. Konsti bei 114%, das ist sehr viel Prozent, da können wir gar nicht meckern. Gerade gegen Ice Climber ist immer schwierig, die mit Stray Hits sehr, sehr gutes Knockback raushauen können teilweise. Aber Konsti tänzelt sich über die Plattform, probiert seinen Weg reinzufinden, probiert irgendwie ein Opening zu bekommen. Er muss Nana wegkriegen, aber noch viel mehr will er eigentlich Popo wegkriegen, damit er das Match an sich ziehen kann, weil, wie ich schon sagte, du willst nicht unbedingt das Neutral mit Niki spielen. Er ist wirklich einfach scheiß gut. Und natürlich ist das amplified, wenn er Sopo hat, weil Sopo nicht die ganze Zeit 6 Frames auf Nana warten muss, ganz klar. Und das ist jetzt das Tournament Game. Wenn Konsti jetzt verliert auf seinem letzten Counterpick, dann. Und er geht zurück nach Battlefield, obwohl es gar nicht so gut gelaufen ist, weil er zum Schluss ein bisschen besser reingefunden. Okay, fair. Ist auch seine Lieblingsstage, muss man sagen. Und das ist ein Grab und kommt da raus. Wie gesagt, ne, die Expertise hier. Der Kollege kommt natürlich gut raus aus den Dingern und das könnte Nana sein. Nein, Popo und Nana sinken. Und er kriegt leider die Reverse-Hitbox auf Nana. Ärgerlich für ihn, aber gut für Niki natürlich. Geht für eine Forward-Air, weil er mit der Rolle reinrechnet wahrscheinlich und wollte dann Knockdown-Tech-Chase bekommen. Oh, der geht für Nana und Nana kriegt er, aber zu welchem Preis? Er wird getech-chased von Niki, ja, Tech in Place zum zweiten Mal in Folge, jetzt weggerollt. Oh, aber dann wieder reingerollt und Niki war ready. Niki verschmitzt spielt er sich um den Schild von Konsti rum. Und das könnte das. Ja, und dann kriegt er den Dash wieder nicht. Ärgerlich. Konsti hat wirklich ganz schön Kontrollerprobleme. Oder ist Rusty? Wer weiß es schon. Eins von beiden wird sein. Niki jetzt kein Rejump mehr. Immer noch kein Jump. Okay, interessant. Und geht für den Air Dodge an die Kante und kriegt ihn.
Das ist jetzt aber die Up-Air, die das Schicksal dieses ersten Stocks von Niki besiegelt. 79% und er schenkt ihm nichts. Also man muss wirklich sagen, es ist beeindruckend, wie übrigens ist es Game 4 schon. Niki liegt 2-0 vorne, 2-1 vorne. Ich muss es mal... Oh shit, das ist der Stock von Konzi relativ schnell gezogen. Schade. So, haben wir es jetzt langsam mal? So, jetzt ist das Plus aber da. Niki liegt 2-1 vorne, genau. Und Konsti geht wieder nicht für Nana. Probiert wieder Niki zu edgeguarden. Target switcht jetzt, aber too little too late. Nein, genau im richtigen Moment. Und kriegt Nana mit dem Reverse Knee, aber holt sich Niki sie zurück. Nein, tut er nicht. Er entscheidet sich, dieses Game so weiter zu spielen. Er will nicht riskieren, offstage zu sein und dann vielleicht gefangen zu werden von Konsti in irgendeiner Sache, die er, wo er gar nicht sein will. Ah, okay, aber... Ja, sehr gut. Konsti kriegt trotzdem... Oh, das wäre so fies gewesen, wenn er ihn damit Meteort hätte. Konsti gerade auch seinen Sprung verbraucht hat. Diese Back Air besiegelt ist. Und Konsti liegt 3-2 vorne. Das muss natürlich nichts heißen. Ne? So ein Ice Climbers Grab kann ganz schnell mal in einem Kill münden. Aber es sieht schon mal so aus, als könnten wir uns hier in Richtung Game 5 bewegen, sofern Konsti Pace keept. Okay, jetzt hat er Nana gegrabt. Okay, und kriegt es nie auf Nana, auf beide sogar. Und ja... Das müsste das Edge... Nee, Nana ist nicht tot. Nee, sie ist... Okay. Immer... Oh mein Gott! Konati Smash! Sorry, Headphone-Users, aber diese Konati Smash, mit der hat Niki wirklich beim besten Willen nicht gerechnet. Ich glaube, konnte sie selber auch nicht. Das war wahrscheinlich nie. Vielleicht hat er es aber auch gewollt. Wer weiß das schon? Ich weiß es jedenfalls nicht so richtig genau. Setup fürs Edgeguard. Oh, und kriegt die Reverse Back Air und Konsti, ja, another lease at life. Wird jetzt hier aber in den Handoffs gefangen genommen im Ice Climbers Vortex und stirbt nach oben raus für Falcon. Wie gesagt, ein seltener Anblick, aber mit den Ice Climbers wird es möglich gemacht. Na, wieder nicht den... Ja, wollte wahrscheinlich Niki treffen, aber hat den Target Switch auf Nana aus Versehen gemacht. Hat es dann aber nicht hinbekommen, Nana zu killen. Und ja, das ist... Oh, das ist Nanas letzter Stock gewesen in diesem Game. Und jetzt Niki mit einem Popo gegen zwei Falcon Stocks. Das ist rough. Das ist rough. Oh, und er geht für Storm. Ich glaube, es war eine Backer. Ich glaube, er hat wieder einen Controller-Input, Miss-Input gehabt. Sein C-Stick macht ihm wohl Probleme. Aber Niki, ja, der schenkt ihm nichts. Der will das bis zum letzten Moment ausreizen hier. Der will sagen, okay, wir machen den Kerl Kirre. Nee, doch nicht. Okay, Game 5? Nee. Macht er doch nicht. Game 5. Konsti gegen Niki. Grand Final. Konsti kommt aus Losers. Wenn Konsti dieses Set gewinnt, dann geht das Turnier weiter. Wenn Niki dieses letzte Game hier gewinnt, dann hat er mal wieder ein Jedo an sich gerissen, ohne ein Set zu droppen. Die Crowd beschränkt sich auf zwei Leute. Und den Rest spielen. Ja, und wir gehen hier aufs Stadium. Eine sehr gute... Oh, Niki mit was für einem tollen Timing. Und Konsti dachte, die Get-Up-Attack wird helfen, aber Nana war gerade weit genug weg. Das ist ein Grab. Ja, das ist ein Grab und das ist ein Down-Throw. Und dann kriegt er den... Ah, oh, der kriegt das Tech-Chase! Die Rolle. Ich sage immer Tech-Chase, aber das ist natürlich die Rolle. Nana wird jetzt... Nana wird immer gleich werfen, wenn sie so nah an der Kante ist. Deswegen ist es relativ leicht, das zu verwandeln, wollte ich sagen. Aber oh, Konsti geht mit dem aggressiven Knee. Das hilft ihnen natürlich nicht unbedingt dabei, wenn da schildende Ice Climbers am Start sind. Und da ist es Nana Stock, ja, aber zu welchem Preis? Im letzten Game sah es ja gut aus. Da hat Konsti den Preis, ein Opening, Popo ein Opening zu geben, um Nana zu killen, immer gerne genommen. Und es lief auch ganz gut für ihn. Up-Air, ja. Und dann kriegt er wieder den Dash nicht. Unfassbar. Also Konsti wirklich, was der zu kämpfen hat mit seinen Controller-Miss-Inputs hier. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Controller ist oder ob er einfach rusty ist, aber ja. Ist rough. Er könnte es schon sehr viel leichter haben hier. Niki hingegen kommt gut vorbereitet, kommt hydrated, kommt mit einem funktionierenden Controller und ist ready. So, Jonas zeigt mir gerade die Auszahlung. Nee, auch schon. Ach, ist Art of Friendlies gekommen. Ja, ich glaube ja. Ja, Stevo war ja auch da. Stevo war da, hat sein Mewtwo präsentiert. Er hat ja in 2008 schon mal eine Mewtwo-Phase gehabt und jetzt ist er wieder da. Der Fireman. Und das ist der Grab. Er kriegt wieder nichts draus. Ah, Niki droppt ein bisschen diese Handoffs. Es liegt auch an den Throws von Nana wahrscheinlich. Oh, es war wahrscheinlich eine Back Air. Oh Mann, Konstantin. Und ja, trotz all dem kann ich hier sehr gut mithalten. Aber ja, Niki, ja, in dem Game auf jeden Fall. Bislang im Driver's Seat. Vielleicht kann Konsti aber nochmal was ändern. Wie gesagt, wenn Nana tot ist, und das ist natürlich nicht so leicht, also ist leichter gesagt als getan, aber wenn Nana erstmal tot ist, dann, oh no, ja, zu gierig, zu greedy. Und dann kriegt Niki auch noch den Grab und das könnte das Game bedeuten. Und die Down Smash. Nein, Niki geht nicht für die Down Smash, geht für die Ledge. Okay, alles klar. Konsti, wie gesagt, nochmal. Er hat wieder eine Chance, zurück in das Game zu finden, aber ist jetzt natürlich auch wirklich rough. 89% schon im vorletzten Stock. Er muss noch Nana killen und dann noch Popo. Oder er macht wieder so eine völlig bekloppte F-Smash, wer weiß schon.
Aber vielleicht ist Niki diesmal auch ready dafür. Man weiß es nicht. Das könnte der Stock sein. Ja, Falcon stirbt. Confi mit seinem letzten Stock. Das ist wirklich ein hartes Comeback. Drei Stocks. Und er kann nicht mal richtig gentlemanen. Und wieder kein Target Switch. Er lässt Nana am Leben. Jetzt ist Nana tot. Popo auch. Zwei Stocks von Niki. Confi mit seinem letzten Stock 14%. Es ist nicht unmachbar. Es ist ein mögliches Comeback, aber es ist schwer. Gerade wenn der Gegner der beste Spieler ist, den wir hier in Berlin je hatten. Und sogar Deutschlands. Und sogar, Moment, wer weiß. Kinso. Kinso ist immer noch ein großes Fragezeichen. Ehrlich gesagt ist Niki eher das Fragezeichen zur Zeit. Ja. Und Icy, halt so wie immer das Fragezeichen. Ja, aber gut, ich meine, der war jetzt so lange nicht auf einem Turnier. Ich glaube, dass... wann kommt das Turnier? Das ist kein Fragezeichen mehr. Das ist einfach so, ja, gut. John Ass ist auch krass. Also das ist Luma ist immer noch krass. Luma war auf mehr Turnieren als Mustafa. Und das ist der Nana-Stock. Obwohl er noch nicht mal in Berlin ist. Ja, das stimmt. Würde es der Popo-Stock... Oh, Stomp Up Air, aber die Up Air reicht natürlich nicht. Oh, Power Shield, Shield Drop Up Air hier von Consti. Keep the Dream Alive. Oh, Niki mit einem uncharacteristic Ledge Dash Failure. Und das... Ja, es ist der letzte Stock. Es ist nicht ganz totgleich, aber... Set 1, last stock. Ja, Set 1, last stock, auf jeden Fall. Und Conti hat sich wirklich, er hat wirklich ein Löwenherz bewiesen. Er hat sich zurück in dieses Game, in dieses Set gekämpft, in dieses Game auch gekämpft. Und das könnte es aber sein. Jetzt macht er noch eine Downbee. Oh, der kommt zurück, aber er kommt leider Gottes auf die Stage. Da wollte er natürlich nicht hin, er wollte lieber an die Kante, da bin ich mir sicher. Und da wollte er jetzt an die Kante und Niki war natürlich nicht sicher. Das ist Game 5. Niki holt es sich und gewinnt aus Winners. Jedo 141. Drei Leute klatschen, ich geh pinkeln. Gut, Leute. Ist irgendwas mit einem Face-Stick? Ja, mega toll. Also, das hat Andi auch schon 5000 Mal repariert und war irgendwie, also es war komisch, weil normalerweise habe ich das halt nicht gemacht. Und dann kam es dann im letzten Set gegen Geltung noch voll auf und jetzt gegen Niki. Das wäre natürlich viel schöne Sachen gewesen. Thank you.
Das fand ich ein
Ja, ja, ja. Thank you.
das ist eine gute Idee. Okay. Male, der Crew Captain, der steht da. Okay. And what do you mean, okay?
aber das ist der Wunder, den ich nicht double. Was gibt's? Is it the Vito shit? Ja, it's the Vito shit. It's the Vito shit. Are you videoing in the double? I would Vito that. That's the one I would Vito. Du machst immer random. Aber du darfst einmal im Namen please cheer for me. Yes. Magic, you're my goat. Thanks. No. Come on, Nick, fuck him up. Wait, who's this? Oh my god. I'm right. Nick is good. Oh shit. Fuck him up, Magic. Let's go, the Magic. Bin bei der falschen Crew. Let's go. Don't worry, Nick, you got this. You fucking got this. Come on. It's just the magic. What are you worried about? Woo! Oh, you're a magician. this is a premiere, but Maxi is rooting for magic. Secretly, I'm always rooting. This is me. He's just a filthy gold player, fuck him up. The next strat is green. Next strat is the one hitting 4-star. What are you talking about? Next strat is the one hitting 4-star comeback. Oh, you're smoking crack. That's how it starts. Hit him with the nice back air. Two, 5, 4, 3, 2, 1,
mal. Oh mein Gott! 3 more Magic, make the run back. Das war nur die halbe Magic. Magic, make the run back. Make the run back. Oh, ja. Yeah. Das war halt meine Art. Also, was passiert, wenn der Timeout läuft? Ja,
Ja, dann gewinnt der Spieler, der mehr Moves gemacht hat. Nee, dann fängt man wieder von dem Stock an. Damit geht das gesamte Crew-Match von vorne. 99 nehmen wir. Also die Teams? Ah, Team Peach gegen Team Puff? Ah, schön. Alles klar, okay. Dieser ist D-Mann. Ey, schön. Mein Schaffig ist ein anderes Team. Mein Schaffig ist ein anderes Team. Zweimal ist D, einmal ist D. Aber das Follow-up wird schon immer gut. Ja, du hast es dein Leben, mein Freund. Ja, das ist ein Kern. Wer hat das gesagt? Wer hat gesagt, wie du dich gerade schluckst? Oh.
Oh, danke für den Sub, Lenny Boy. Okay.
Und dann schützt die Schläge von der Land.
I can't
Grab, grab after.